Okay, ich glaube, wir müssen uns noch neu positionieren, aber wir werden wahrscheinlich eh am Anfang mobilisieren müssen, also es ist relativ wurscht. Weil normalerweise starten die Formen in den gleichen Sektionen. Der Wolf entscheidet ja, wer wohin muss, ne? Ja, letztendlich sage ich halt, wir müssen als nächstes das und das machen. Und ihr müsst halt dann gucken, dass eure Leute, die das können, dann in diese Sektionen gehen. Das sind quasi die Nachrichten vom Führer ab und dir. Nee, das ist eine Ereigniskarte. Das sind Ereigniskarten, ja. Achso, die zieht dann wenn was? Wenn die App sagt, du sollst eine ziehen. Okay. Du nimmst es quasi jetzt einfach. Ja. Mhm. Und drückst auf Spielen. Gesundheit! Ach, Herr Könner, ich vergangen, ich muss abbrechen. Ja, wie? Einzelne Mission, verknüpfte Mission, Kampagne. Neue Kampagne. Ja, das machen wir nicht mehr. Wir sind ja kläglich gescheitert, leider. Man kann nur in die nächste Mission, wenn man die vorherige geschafft hat. Ja. Und wenn man dran versenkt wird, fangen wir bei 1 wieder an? Nee, dann die nochmal die gleiche Mission. Die erste Patrouille. Ihr erster Auftrag ist eine Routinepatrouille in der Nordsee von Wilhelmshaven, Lahnquadrat AM95. AM95. Machst du dir bitte Notizen, Navigator, dass ich weiß, wo unsere Ziele sind? Moment. Das ist Navigator, ne? Ja, ja. Sehr gut. Von AM95 aus müssen Sie nach Norden fahren und so viele feindliche Handelsschiffe wie möglich jagen. Das Hauptquartier hält vielleicht zusätzliche Aufgaben für Sie bereit. Also stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig Nachrichten empfangen können. Sie können umso wertvollere Beute erwarten, je weiter Sie ausfahren. Unsere Aufklärung meldet verstärkte Aktivität von Handelsschiffen im Großquadrat AF. Dort sollten Sie die besten Ziele finden. Allerdings sind diese auch gut geschützt. Der Feind ist sicher ist auf der Hut, also erwarten Sie heftigen Widerstand in der Nähe seiner Küste. Heftigen Widerstand? Mhm. Also, wie war das letztes Mal in England abtauchen, ne? An der Küste Englands? Das kommen wir durch Flieger. Ja, einschließlich Minen, Flugzeuge, da haben wir sie schon, ne? Ja, bei den Flieger haben wir ja abgeschossen. Da sehen wir uns wegschlagen, hatte ich sagen. Und Geleitschutzpatrouille. Vermeiden Sie Planquadrat AN12 und AN15. Warte mal, AN12? Mhm. Das sind die Minen, ne? Da mehrere Quellen Minenfelder in diesem Gebiet bestätigt haben. AN12 und AN15, wo sind denn die? Ich glaube, die waren in der Nähe von der Küste. Da ist 15 und da ist 12. Bleiben Sie abgesehen davon stets in der Offensive. Angreifen, zuschlagen und den Feind versenken. Das wär's, Kapitän. Viel Glück. Primäres Ziel, möglichst viele feindliche BRD zu versenken. Planquadrat zu Beginn AN95. Okay. Startzeit 0900. Missionsdauer 2 Tage. Gut schlafen. Mhm. Unabgenommen. Mhm. Sehr gut. Torpedolader, Rohr 1, dampfgetrieben. Rohr 2, dampfgetrieben. Rohr 3, elektrisch. Rohr 4 und 5, dampfgetrieben. Aber der Kollege ist der blau. Verbleibende Torpedos, dampfgetrieben 5, elektrisch 4. Dann mache ich auf Mission Beginn. Ja, dann mache ich mir den 12 und 15 er Kreuzer. Wie hast du die Schwierigkeit eingestellt? Leicht. Machst du es auf leicht gestellt? Okay. Alles leicht. Wieder schwer gemacht, dann mal zu Wolken. Für den Kapitän habe ich auch schwer. Kann ich beginnen? Wie viele Boote haben sie eigentlich geschafft? Herr Kaloin, wir führen eine Wartung durch. Machst du ein bisschen lauter das? Da oben. Der rechte. Nein, eins weiter. Da passt schon. Achso, mach Feuer. Okay. Neue Wartungsaufgabe. Diese Maschine in Sektion 5 schmieren. Ist grün. Macht er das automatisch schnell? Ne. Gehst du auf Reparaturen? Ja, ich habe noch keinen Befehl gegeben. Ne, dann würden wir es angucken. Das siehst du, brauchst 3 Mechaniker, um das zu reparieren. Das ist. Und wenn ich auf Fall gehe, dann passiert aber trotzdem nichts. Ne? Ja. Dann muss ich auch Beginn drücken. Ja. Lass mal das machen. Der Befehl da ist. Mhm. Und denk dran, die Uhr läuft immer, wenn sie nur in Echtzeit läuft. Immer.
Ah, okay, Pause kann man machen. Es gibt keine Pause. Gibt keine Pause, wir sind hier im Krieg. Wir können keine Pause machen. Das ist der einzigste Schaden momentan? Ja. Okay. Ja, wenn wir jetzt volle Kraft vorausfahren würden, dann haben wir in diesem Maschinenraum die Leute, die Gas geben. Das bin ja ich. Und dann habe ich ja zwei von der Ingenieurstruppe übrig. Mhm. Die könnten sich um die Dieselmaschine. Wobei, das sind ja eh. Eigentlich sind ja eh hier im Diesel. Dann passt es ja sogar. Weil solange die hier sind, können die nebenbei diese Reparatur machen. Das passt ja. Aber weil zwei hier schon sind. Und zwei hätte ich ja übrig. Dann kann ich ja bei drei meine ganzen Leute eigentlich nach oben machen. Um Kurs zu ändern, brauche ich wo mal. Du brauchst keine. Kurs ändern macht der Strasser. Mit den zwei Rechten. Ah ja, kann ich quasi meine vier Leute eigentlich nach oben schicken. Du kannst deine auf jeden Fall zum Beobachten schicken, genau. Ja. Würde ich auch so vorschlagen. Ich lasse einfach mal den Chief Engineer dann hier im Hauptkommando rumstehen. Okay, meine müssen dann Den schiebe ich nach hinten, falls wir schnell tauchen müssten oder so. Dann könnte ich da wenigstens umschalten. Okay. Dann würde ich gerne lange rummachen und sagen, wir mobilisieren. Wir könnten irgendwann mal so alles Holzfasskäpf so länglich ist. Wozu? Da können wir dann U-Boot dann spielen. Wäre viel thematischer. In so einem kleinen runden Wäschchen. Dann alle drei da vorne geduscht und richtig geschwitzt, damit es dem Mann ja noch passt. Natürlich. Und dann Wasser reinspitz gelassen von außen, da haben wir einen vierten Mann, der außen steht, und einen fünften. Leck! Erster Offizier, ich bitte darum, dass du auch einen am Funkgerät bereithältst, ne? Steht für zwei da, ja. Und zwar, warte mal, das Steuermann ist den Kreis. Das ist der Enigma. Ja, das Kreis und Dreieck, das sind die zwei, die sind hier beim Steuern auf jeden Fall. Und die zwei sind ja dann sowieso schon da. Ja. Mhm. Also passt das so. Gut, dann würde ich sagen, Navigator, bitte berechnen Sie uns mal einen Kurs. Was wären die besten Ziele? Was haben wir sonst aus? Richtung AF. Was ist da? Viele Handelsschiffe. Aber mit viel Feinden, oder? Mit viel Geleit, ja. Wollen wir das riskieren, oder was? Kannst du da gar nicht, ne? Wo ist das, in welche Richtung? Oben links. Grob AF, ich würde mal den 76 würde ich ansteuern. Okay, dann bitte Kurs berechnen. Moment, ich gebe mir Mühe. Wie geht denn das eigentlich? Du markierst Start und Endpunkt. Ja. Ziehst eine Linie, so wie er es jetzt macht. Ja. Und dann legst du am Startpunkt das Teil hier an, mit der 0 immer gerade nach oben. Ah ja, okay. Und dann siehst du quasi in der Verlängerung vom 340. Strich ja, den Kurs. 338. Ja, 338,5. Da muss ich jetzt auf Kurs gehen. Dann sage ich jetzt Befehl Kurs setzen, 338 dann Grad. Dann gehe ich jetzt auf Kurs? Ja. 300. Kannst du auch mit dem Pfeil, genau. Ne? Da, genau, mit dem Pfeil machst du die Pfeileinstellung. 338. Jo. Und dann einfach bestellen, oder? Ja, und dann fragst du dich auf ihre Positionen. Die Leute sind in Position. Das sind die zwei hier, ne? Ja, dann bestätigen, ne? Ja. Kurz auf diese Koordinaten setzen. Das ist nur noch Gas gibt. Und jetzt dritter Befehl, Vollgas voraus. Geschwindigkeit. Volle Fahrt voraus. Volle Fahrt voraus. Mannschaft auf ihre Positionen. Jo. Beide Maschinen, volle Fahrt voraus. Beobachter haben. Ja, das ist auch wieder ein Befehl. Beobachter. Beobachter. Vier Stück. Ja. Und solange immer mindestens einer oben ist. Und beobachtet, muss ich keinen neuen Beobachtungsbefehl geben. Das heißt, wenn wir jetzt mobilisieren würden und es bleibt einer oben, beobachten die weiterhin. Da gehst du, das siehst du das dann ganz. Okay. Und dann würde ich ganz gerne noch einen Befehl geben, die drei Leute hier, dass die das reparieren. Okay, Reparaturen. Beginn. Nee, du musst erst da drauf, da wurde der rote Schlüssel. Und die anderen drei Mann. Ja. Reparieren Sie das sofort. Ja. In Arbeit. Wir haben die Leute in der unteren Reihe, ne? Ja. Ach ja, okay. Jetzt warte mal. Wir spielen ja auf leicht, das heißt. Wenn die nichts Artfremdes machen. Genau. Aber hier muss ich trotzdem markieren, dass die gerade dabei sind. Ja. Das heißt, wenn die fertig sind, dürfe ich die einfach runternehmen. Ja. Genau. Was man beim letzten Mal, was ich falsch gemacht habe. Oh, warte mal, jetzt. Ich muss jetzt markieren, weil ich ja. Du machst nichts Artfremdes. Du hast jetzt nichts Artfremdes gemacht, ja. Also passt alles. Ja, nur eine Matze, du solltest diese vier mit dem Beobachten markieren einfach. Wir haben unten angefangen, ne? Also unterste Wache ist zurzeit dran.
Das heißt quasi, das Feld ist belegt. Ja, das machen die halt gerade. Also es gibt zwei Aktionen, die permanent durchgeführt werden. Ja. Das ist das Beobachten und das Reparieren. Okay. Und das muss mit diesen Chips einfach markiert werden. Okay. Alle anderen Aktionen sind quasi einmalig. Okay. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, weil man könnte zum Beispiel sagen, der Steuermann, der steht ja jetzt die ganze Zeit auch am Steuer. Ne? Ja. Warum sollte man jetzt für jeden Befehl jeden Kursänderung einen neuen Befehl geben müssen? Spannend eigentlich, ja. Das kann man so und so spielen. Ne? Und beim letzten Mal haben wir gesagt, zum Beispiel für Hydrophon geben wir immer nur einen Befehl. Das heißt, wenn der dort steht, der Mann am Hydrophon, und sich nicht wegbewegt, muss ich nur einmal den Befehl geben und dafür können wir es immer wieder in der App auswählen. Finde ich besser, ja. So haben wir das gespielt. Damit Kursänderung ist ja schmarrn, dass wir jetzt mal... Können wir eigentlich genauso machen, ne? Also ich würde auf jeden Fall auch vorschlagen, jetzt zu Beginn, dass wir ein wenig reinkommen ins Spiel, solange sich die Leute nicht wegbewegen, dass die keinen Befehl ausgeben müssen. Wobei es ja eh schon einfach ist, dadurch, dass wir keinen Aktivitätsmarker hinlegen müssen. Was halt einfacher wird, auf jeden Fall hier dieses Befehlszeugs. Mhm. Weil dann kann ich mit meinen Befehlen besser handeln. Ja, ist klar. Weil das Problem war, ich habe beim letzten Mal einfach immer, okay, jetzt gebe ich das mit der Befehlsleiste aus und das gebe ich mit der Moralleiste aus. Und das war nicht richtig. In der Anleitung steht klar, ich muss erst die oberste Leiste leer machen und dann muss ich mit der unteren weitermachen. Da ich nicht beabsichtige, 30 Stunden mich hier hinzusetzen, bevor mein Planquadrat 76 sind, würde ich vorschlagen, dass die Spielzeit in Transit geht. Ja, machen wir. Ich denke, wir haben jetzt erstmal alles im Start. Haben wir doch schon. Neue Wartungsaufgabe. Diese Maschine in Sektor 5 schmiert. Haben wir doch gerade. Das machen wir eigentlich gerade, ja. Müssen wir nochmal schmieren. Ein kleiner App-Fehler, ne? In Arbeit. Okay. 27%. Okay. Transit? Jo. Ja. Genau, und allein Job ist hauptsächlich über alle Ereignisse aufzuklären, ne? Was dann, weil wir kriegen es teilweise nicht mit, ne? Du kannst es auch auf diesem Sheet nochmal nachlesen. Mhm. Bitte immer an Folgendes denken. Das sind so die wichtigsten Punkte für eure Rolle. Ja. Und wenn das jeder macht, dann ist eigentlich schon die halbe Miete. Okay, Planquadrat AN93 erreicht. Also zur Zeit. Um 10.24 Uhr. Das habe ich mir schon aufgeschrieben, ne? Das ist aber auch was Gutes, dann habe ich immer versenkt drin. Ja. Wie alter Mies, ist euch das bewusst? Neue Nachricht vom Hauptquartier! Gar nicht? Nee, der Nachricht vom Hauptquartier ist jetzt, da müssten wir jetzt die Enigma schon zwei Stück, ne? Verwenden. Hey, wieso kam aber nur einer, oder? Achso, nein, da. Und das ist ein Befehl. Ich würde jetzt quasi Befehl ausgeben, okay, Soldat, Enigma-Maschine bedienen und die Nachricht vom Hauptquartier. Dann muss ich jetzt aber. Nee. Das machst du ja mit deinem Enigma-Mann, ne? Genau, jetzt guckst du, die hast du gekriegt am. Also zwei Gericht, ne? Am 10.09. Da machen wir es genauso, das ist ein Befehl jetzt dafür, dass er beide Nachrichten hat. Du das immer das Ski dazu? Da, genau. Du brauchst den 10.09.40. 10.09.42. Du musst noch so ein Blatt haben. Der 940 PJZ. Das war der da noch? Ja. Stationen. Jetzt? Ja. Ja, der Mann für die Maschine ist in Position, ne? PJZ. Unsere Luftaufklärung meldet eine Gruppe feindlicher Zerstörer im Planquadrat AN22. AN22 Zerstörer. Notierst du das alles bitte, Navigator? Und wo steht das, was ich brauche, Matze? Weil es ist ja am selben Datum. Genau, dann musst du aber nur da drauf drücken, entschlüsseln. Selben Code, ja. Ja, du musst aber jetzt nochmal neu eingeben. Das fragt ihr jetzt wieder, ne? Meldet, beobachte feindliche Aktivität im Planquadrat AN16. Belohnung abhängig von Anzahl und Typ der gesichteten feindlichen Schiffe. Liegt das bei uns auf der Route? Nein, und noch sehr nah an der englischen Küste. Okay, also wir fahren immer weiter, oder? Mhm. Aber eigentlich nichts zu befürchten.
Jetzt hier einfach auf bestätigen, ne? Mhm. Was ist mit der Batterie jetzt? Batterie? Das ist immer unter Wasser fahren, die Ladung wir noch haben mit der Batterie. Achso, okay. Für den Elektromotor. Ach. Wieder auf Transit, oder? Ja, schon. Sind ja. Das war mit dem Georg. Herr Kaloin, wir führen eine Wartung durch. Auswahl des Torpedo-Daten. Neue Wartungsaufgabe. Geringer Schaden am Periskop in Sektion 3. Mhm. Periskoplinse beschädigt. Heranzoomen nicht möglich. Das ist wichtig. Und? Heranzoomen. Ja. Also grundsätzlich funktioniert es ja. Und zur selben Uhrzeit neue Wartungsaufgabe. Ausfall des Torpedo-Datencomputers in Sektion 3. Torpedotreffer, Wahrscheinlichkeit sinkt um 10%. Okay. Beides derzeit noch nicht kritisch, aber sollten wir uns schon zeitnah darum kümmern. Ja. Das heißt, der TDC, der ist ja hier. Beides in Sektion 3. Und brauchen beide drei Leute. Und ist beides gelb, oder was? Ja. Ja. Beides jeweils drei? Beides jeweils drei. Okay, dann muss ich mal gucken, vielleicht kann ich hier mit Handkartenmanagement ein bisschen was machen. Oh, die habe ich noch gerade aufgeteilt. Das ist auch wieder schmarrn, dass er jetzt lässt aus dem Hafen raus und die Bude fällt ja auseinander. Ja. Ja, das, was hast du denn da, die Bude? Der Druck ist unter Wasserfläche, Oberfläche. Ja. Wir fahren mit Vollgas. Kann da was kaputt gehen. Das ist einfach nicht so. Und die Deutschen haben einen Hafen, ne? Das war TDC, ne? Ah, ja, okay. Der DDC, der Torpedo-Datencomputer. Und das andere, was war das andere? Das war das Dings, ne? Das Ausguckrohr. Mhm. Periskoplinse beschädigt. Ah, okay, mit dieser Karte hier, da ist beides drauf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das für zwei verschiedene nutzen kann, ne? Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass man das nur für eine Reparatur nutzt. Oder für beide. Ja, das habe ich jetzt überlegt, ob das geht, aber man kann zwei Sachen gleichzeitig reparieren mit einem Mann, deswegen halte ich es für unwahrscheinlich. Ich glaube, du hast vor zwei Wochen gesagt, das ist entweder oder. Länger wie zwei Wochen hätte das gespielt. Nee, die Symbole an sich, aber es geht darum, die optische Geräte, diese Karte kann ich für Periskop. Ja, aber du setzt die ja nur einmal anders gemeint. Und danach wird sie abgeworfen, also nur eins. Genau, das halte ich auch für logisch, ja. So machen wir das auch und ich will aber jetzt nicht den einen Mann nur deswegen darüber mobilisieren, weil das ist eine Befehlsverschwendung. Ich muss mir halt merken, beim nächsten Mal mobilisieren, warte mal, das ist auch hier, schicke ich den Kapo eventuell davor. Ja. Könnten die beiden rein direkt mit reparieren, ja, ne? Ja, dann würden sie aber so ein Marker ausgebaut hat. Ja, und da kann ich halt die Karte nicht einsetzen. Wenn ich helfe. Ja, weil die Karten gelten ja nur für die braune Mannschaft. Für die, ja, das weiß ich. Ja. Aber da kann ich schon da stehen, dachte ich halt. Ja, man könnte natürlich sagen. Ich glaube nicht, dass wir so oft Kurs wechseln, also wird sich ja rein theoretisch angehen. Ja, aber ich habe ja hier drei weiße, die könnten schon mal was machen. Wie viel Uhr haben wir denn? Wann ist die nächste Wachwechsel? Ich muss ein bisschen haushalten mit dem Befehl. Ja, 12.04 Uhr. Wachwechsel sind immer um warte mal, du hast bei dir irgendwo auf die, guck mal auf der Sheets, da müsst ihr mal stehen. Da, Wachwechsel. 6 Uhr, 12 Uhr. Aber du musst doch jetzt noch Wachwechsel gewesen sein, oder? Ja, die war um 12 Uhr Wachwechsel. Ach klar, die Glocke vorhin war doch ein Wachwechsel. Ja. Das ist ganz wichtig, dass du das erwähnst. Das kam zeitgleich, glaube ich, mit den Schäden. Okay, weil beim Wachwechsel kann ich nämlich die Befehlsleiste zurücksetzen. Da musst du mich bitte immer dran erinnern, das steht auf deinem Ding auch drauf. Das wäre cool, wenn das dann, wenn das die App die alten Nachrichten kleiner macht und neue kommen. Weißt du, dass du dann gleich weißt, weil das dieselbe Farbe war und so, ne? Ne, das war halt auch die Glocke. Reparatur abgeschlossen, die Maschine in Sektion 5 geschmiert. Dann ist das repariert. Sehr schön. Das ist der Torpedo-Datencomputer, oder? Ne, das war noch diese Dieselmaschine. Hm. Und jetzt, Ich würde lieber das Periskop machen, oder? Das Periskop hat Vorrang, genau, das brauchen wir viel wichtiger. Weil 10% Trefferwahrscheinlichkeit weniger ist jetzt nicht so dramatisch. Wobei, wenn wir es halt nicht reparieren, wird er komplett ausfallen. Dann können wir überhaupt keine abfeuern. Das heißt, und wir haben noch ein paar Stunden, wir sind jetzt immer noch in 1,93. Ja. Also wir sind locker noch den ganzen Tag unterwegs.
Ich würde es so ohne Mobilisierung erstmal probieren und würde sagen, meine drei Leute hier, die sollen sich um die Reparatur von dem Periskop kümmern. Bitte ausführen. Reparieren Sie das. Tempo. Wird ausgeführt. Ich lege jetzt einfach mal die grünen hin, weil die habe ich gerade da. Wachwechsel, das Zeug nach oben schieben, ne? Oh ja. Nicht vergessen. Nur der Kreis nicht, genau, der Kreis steht vorne. Erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Da sind die drei Leute am Arbeiten. Was brauchen wir denn da eigentlich? Das ist das Alte. Das ist das Alte, das brauchst du eigentlich nicht. Gut. Das ist verwirrt. Das ist Verwirrung. Ja, wie gesagt, ich würde eigentlich ungern mobilisieren, nur wegen dem Scheiß da. Deswegen, lass mal so weiterlaufen, hätte ich gesagt. Jo. Okay, dann bitte Transitgeschwindigkeit. Alle Meldungen haben wir abgearbeitet oder gab es noch was anderes? Ja, der Produkt abgeschlossen war letzte und dann halt, dass wir wieder anfangen. Mhm. Okay, dann. A1,6. Quadrat A1,66 erreicht. A1,66? A1,66. Sind wir noch auf Kurs? Wir haben davor Planquadrat A1,93 erreicht. Passt schon, Matze. Aber laut man in der alten Sprache gar nicht durchkommt. Mit der 91 erreicht, ne? Ja, ja, 91 oder 63. Das kannst du nie so genau nehmen. Im Zweiten Weltkrieg war das nie hundertprozentig genau. A1,66 und wie viel Uhr? 12.16 Uhr. Wir beobachten das mal weiter. Wir spielen ja auf einfach. Wenn wir auf Mittel oder so spielen würden, dann würde die App gar nicht sagen, wo wir sind. Ja, umso schlimmer. Da müsste man es über diesen Sextanten immer ermitteln und das geht nur bei gutem Wetter oder so. Oder du musst halt über deinen Computer dann, über deine Zeit wissen, wo du bist. Ja, aber das ist ganz schwer abzuschätzen. Guckst du ab und zu mal auf das Ding, bevor das eskaliert, ne? Wir haben noch eine Wartungsaufgabe. Eine neue? Ja, auch bei den anderen dabei. Und zwar 20 mm geschützten Sektor 8 reinigen. Reinigen, okay, das ist hier oben. Das ist grün. Da stehen ja deine Leute oben. Matze, wie viele Leute brauchen wir dafür? Zwei. Da würde ich sagen, du musst halt zwei Beobachter weniger machen. Könntest du den beimachen, die eh oben sind? Theoretisch schon, ja. Ja. Also mache ich Beginn, zwei Mann. Ja. Also Navigator. Und ein Beobachter. Reparatur, sofort. Du kannst theoretisch die Teile reinlegen, aber gut. Ja, wurscht, ist ja artfremd. Dann ist alles so dabei. Transitgeschwindigkeit? Ja. A1,63. Wieso sind wir jetzt in. Hier geht's doch jetzt wieder auf Kurs. A1,63. Ja, das sind halt leichten Schlenker, ne? Weil du weißt ja auch nie genau, wo wir in dem Planquadrat waren, ne? In 13,7. Du hast ja in der Mitte quasi angefangen, aber wären wir zum Beispiel am linken Rand gewesen von dem Planquadrat, dann wären wir da ja so durchgeschippert, ne? Wäre Transit? Ja. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. Kontakt mit was? Ein Geleitschutzschiff entdeckt. Oh, das ist schlecht. 13.12 Uhr. Okay, wir sind in Echtzeitgeschwindigkeit. Ja. Gucken wir mal durch die Beobachtungsperspektive, ob du was siehst. Geh nochmal zurück. Ja, schau ich nochmal. Und das sagt ja, wo es ist. Peilung 334. Jetzt gehst du da drauf. Und da oben hast du das. Jetzt haben wir natürlich. Doch, geht. Bei 334 müsste es irgendwo sein. Da! Das sind zwei Schiffe. Dann würde ich doch mal sagen, mobilisieren, weil dann machen wir uns mal bereit für Tauchstationen. Wie ist das Wetter? Stehen das? Ja, du hast doch gerade gesehen. Achso, klar. Herr Kaloin, wir haben Kontakt! Zwei Handelsschiffe entdeckt. Kontakt 2. Kontakt 2, ja. Kontakt 2, ja. Also ist es ein Geleitschutz und ein Handelsschiff? Ja. Okay, ja, dann auf jeden Fall mobilisieren, Jungs. Bereit für Tauchstation. Die Beobachter oben runter. Das heißt, wir müssen auch das Reparieren oben abbrechen. Reparaturen. Machen wir aber gleich. Erst mobilisieren wir. Okay. Wo soll ich denn am besten hin, du? Gute Frage. Hier unten wäre nicht schlecht, dann könntest du das reparieren. Wo ist denn Sektion 3? Ja, Sektion 3.
Alle vier? Ja, weil oben kann man es nicht gebrauchen und hier sind die Schäden. Genau, wir brauchen die Steuerleute, ne? Ja, die sind, die sind in Position. Ist hier absehbar, wie lange das noch dauert mit der Reparatur vom Periskop? Das Periskop ist 37% abgeschlossen. Also ich bräuchte, also die muss ich stehen lassen. Okay, ich vorne habe ich einen für die Torpedos. Das muss reichen. Und ich schicke den einen hier vor und schicke dafür den hier die Ballastleute, da brauche ich einen vorne. Das ist der Kreis zum Beispiel. Da brauche ich eigentlich beide, ne? Dann lasse ich den. Ja, ich muss es so lassen. Guck, das ist klar. So, alle in Position? Oh, sind drei Schiffe schon, ja. Alle in Position? Okay, und dann würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall auf Tauchstation, bevor die uns entdecken. 3,8 Mal sind sie noch weg. Dann gehe ich auf Tiefe. Tiefe, und dann würde ich sagen, Periskoptiefe war ja, glaube ich, bis 10 Meter, irgendwie sowas immer, ne? Ich habe schon wieder vergessen, aber ich bin ein schlechter Kapitän. Ja, geh auf jeden Fall mal runter, vielleicht tun wir es gleich nochmal nachbessern. Aber ich auf 10? Ja, ja. Dass wir alle Mann sofort auf Manöverstation. Hat ja gepasst, ne? Von den Tauchen! Herr Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Gut. Und dann einen bitte ans Periskop. Das bin ich. Er braucht keinen Befehl. Gut. Und dann jetzt mal durchs Periskop ausschauen. Der ist in Position, jawohl. Ja. Kontakt. Oh, sind sogar Risse drin. Das ist ja scheiße, hey Jungs. Ja, es wird ja gerade noch repariert. Es sind nur noch drei Schiffe. Ach, wo ist denn diese scheiß Periskoptiefe? Muss ich aber auch so viel... 10 Meter sind, glaube ich, gerade so die Grenze. Ich glaube, 10 Meter waren sie. Ja, Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Bis 10 Meter. Hm? Hier steht's. Okay, ja, dann würde ich gerne mal hier Navigator, bitte mal das, diese Kontakte auf die taktische Karte übersetzen. Geht nicht, weil wir haben alle Kontakte verloren, ich weiß es ja nicht. Wenn er durch Funk das noch rausfindet. Aber wir wissen noch, auf welchem Kurs die vorher waren. Nee, wissen wir nicht. Doch, du hast doch gesehen, auf Kontakt so und so viel Grad. Geleitschutzschiffe entdeckt. Ja, das war aber grob, warte mal kannst. Jetzt haben wir wieder Kontakt. 350. Grob. So, wie geht's jetzt? Könnte auch 349 sein. Also 1, U-Boot, Kuss. Wir haben den Kontakt verloren, Herr Kalorn. Schmeiß sie es doch. Wo ist denn die Peilung? Peilung steht. Oh, ist das Nebel, jetzt sind sie weg. Aber 1, 2, 3, 49 und 1, circa 3, 51, 3, 52, sowas drin. Das andere müsste... damit gebe ich nichts auf. Hätte man vielleicht noch gucken müssen, bevor wir getaucht waren. Weil da stand es dabei, ne? Nein. Hey. Stand nur... Kontakt. Auf so und so viel. Genau. Mhm. Aber das kann ja hin und nachempfinden, wenn ich zu viel jetzt habe. Matze, denk dran, ne? Das, was hier dort steht, das ist dann vom Bug aus gesehen, ne? Ja genau, U-Boot-Kurs ist 380. Das ist aber auch ganz schön fein. Ja, U-Boot-Kurs. Ein Glück sind wir abgetaucht, wenn unser Navigator so lange bereicht. Wissen wir nicht. Das war das, was wir zuletzt gesehen haben. Du hast doch gesagt, auf so und so viel Grad musst du gucken. 349 war es. 349 ist die Parallel. 351, 352, was andere. Wir wissen nur den Kurs nicht. Hm. Weil der würde dann hier stehen normalerweise, ne? Ja. Da sind wir noch zu weit weg, um das zu sehen. Peilung. Brauchst du Hilfe, oder? Peilung haben wir gesagt, ist wo? 300, was hast du gesagt? 349.
Ja. Und das andere 3,52. Solange den Kurs nicht weiß, weiß ich nicht ungefähr, wie ich es angeben soll. Aber das sind ja mir, ne? Du gehst quasi her. Also wir fahren ungefähr so. Genau, und von unserem Teil aus jetzt haben wir doch eine Peilung, 338. Ne, 3351. Ah, okay. Nach was richtet sich das U-Boot? Nach dem Kurs, den wir hier drauf haben auf dem Papier. Das ist immer, Richtung 0. Jetzt beschreibe ich es aus. Guck, der Kurs ist immer Richtung 0. Wir fahren immer Richtung 0. Also das Ding, die Scheibe geht immer Richtung 0. Wir fahren ungefähr Richtung 338. Das heißt, unser Kurs ist das. Wir fahren ungefähr so. Und die Peilung ist ungefähr genau so vor uns. Es geht nur darum, die sind vor uns noch. Das heißt, wenn wir geradeaus fahren, müssten wir theoretisch näher kommen. Entweder fahren sie die oder die Richtung, das weiß ich noch nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht, ja. Da kannst du dieses Fragezeichen hier, da, wenn du umdrehst, ne? Ich weiß ja, was es ist, das ist ein Geleitschiff. Ach so, okay. Nur den Kurs wissen wir noch nicht. Ja, das ist ein Geleitschiff. Ja gut, du kannst mal auf eine Stufe Actiongeschwindigkeit vor, dass man da vielleicht ein bisschen schneller vorankommt. Wir müssen ans Hydrofon, dann müssen wir auf den Kurs. Ja, ich wäre im Hydrofon. Das wäre bei mir der... Geh nochmal auf Echtzeit. Viereck. Ja, auf dem Periskop sehe ich immer nichts. Hast du gesagt. Da war vorher noch Nebel. Wir haben Kontakt mit dem Nebel. Jetzt sehe ich eins. Das ist bei 3,30. Ja, dann beobachten wir hier jetzt und gehen wir auf Action-Schwelle. Kannst du da in dem Fenster die Geschwindigkeit, also die Zeit? Nee, einfach da echt Zeit auf Action. Wir haben Kontakt, Herr Kaloyn. Jetzt ist es auf 3,23. Solange 3 vorne 3 steht, Actiongeschwindigkeit. Erstmal weiter. Und beobachten wir, wie wir da näher kommen. Weil du siehst ja ungefähr, laufen die raus, ne? Vom Kurs her. 2,90, 2,80. Also wird weiter die Fahrt. 2,70, 2,60, 2,50. Gehen wir mal langsam. 50. Die laufen uns auch links weg, ne? Und eins, ich sehe ein zweites. Es ist aber auch links weg, das ist 3,5. Also das ist fast noch vor uns dann. Ja. Ja, okay. So was sieht auch aus, dass wir auf jeden Fall jetzt 3,4. Und das, kannst du, siehst du, welches das Geleitschiff ist? Oh, ist das dritte auch. Aber das ist ein Frachter. Das ist auch ein Frachter. Da wird das da hinten drauf. Wo ist das weg? Müssen wir richtig drücken drauf. Hier, eins. Zwei, und da ist das dritte. Das wird das Geleitschiff sein bei 3. Also das Geleitschiff vorne dran. Ja, das ist weit weg, das ist das weiteste weg. Wir könnten uns dann quasi in das... Wir könnten uns das Hinterste vielleicht schnappen, untertauchen und abhauen. Ja, das ist bei 300. Aber da bräuchte man eine Kurskorrektur auf jeden Fall, ne? Ja. Also taktisch würde ich vorschlagen, wir machen einen Parallelkurs, versuchen die einzuholen. Da müssen wir jetzt mal wissen, welchen Kurs die fahren, ne? Ja. Um dann hier, wenn wir uns so leicht vor die gesetzt haben, 90 Grad ranzufahren, hier das Teil abzuschießen und dann uns schnell auf den Stand zu machen. Auf jeden Fall hauen sie beide links ab. Da gehen, wenn wir jetzt das Hydrofon anmachen, wissen wir ja, wo die hinfahren, wissen wir die Peilung. Und wenn wir uns ja reiterisch auf die gleiche Peilung setzen wie die, müssen wir parallel fahren. Auf den gleichen Kurs. Nee, nicht die gleiche Peilung, weil das ist ja von uns aus, ne? Nee, aber wenn wir den gleichen Kurs fahren, wir müssen den Kurs müssen wir auf jeden Fall ermitteln von diesem. Okay, ja, dann guck mal über das Hydrofon. Ich gebe einen Befehl aus fürs Hydrofon. Ob wir ja, da. Kaloyn, ich habe keinen Kontakt mehr. Ja. Man schafft auf ihre Position. Der ist ja hier in Position, das passt. Kann ich auf. Ja. Jetzt musst du alle mit da drin. Guck mal, wissen wir ja, wo sie waren? Warte, das kriegst du schon rechtzeitig mit. Wir haben Kontakt, Herr Kaloyn. Kontakt bei Handelsschiff, Peilung 288, Distanz 1,4 SM. 10 Meilen. Kurs 174. Geschwindigkeit 7 Knoten. Wenn wir mit voller Fahrt unter Wasser müssen wir mit 8 Knoten hinterherkommen. Wir sind eigentlich schon relativ damit 1,4 Seemeilen. Ne? Ich denke mal, wenn wir jetzt beitreten, wird man quasi so reinschießen. Aber unter Datencomputer ist halt immer noch kaputt, ne? Ja, da hat er nur minus 10%. Herr Kaloyn, wir haben Kontakt. Also Geleitschuss, ja. Wir müssen mindestens auf gleicher Höhe kommen.
Das heißt, wir müssen den gleichen Kurs jetzt wie die mal einschlagen. Wir haben ja gesagt, feindlicher Kurs. Wie ist der feindliche Kurs vom hintersten Schiff? 174 Grad. 174 Grad, Geschwindigkeit 7 Knoten. Okay, dann gebe ich Befehl, diesen Kurs zu übernehmen, Parallelkurs. Kurs 174. Ja. Gibst du es ein? Kurs 174. Mannschaft auf ihre Positionen. Welche Position hast du ja gemacht? Kurs auf diese Koordinaten setzen. 174, 194, bei 264 müssten jetzt quasi andere Schiffe rauskommen. Jetzt müsstest du eigentlich sehen, wie sich's ändert, weil ja unser Boot jetzt einlenkt, ne? Kannst du jetzt mal auf Action stellen und 10 Sekunden warten? Da ist es. Das müsste jetzt so halb rechts vorne dran sein irgendwie, ne? Oh, wo ist es hin? Weil wir haben ja jetzt den gleichen Kurs eingelegt, so. Und Peilung muss jetzt eigentlich genau 0 sein. Nee, Peilung kann nicht 0 sein. Weil wir sind ja weg. Die müsste jetzt, wie gesagt, auf 90. Ja, 90 oder 45 oder sowas. 90, ja. Zu dem Anfang ist quasi parallel. Ah, ja, sind wir schon hier parallel. Zum hintersten quasi dann. Distanz 1,3 Seemeilen. Kurs 174, Geschwindigkeit 7 Knoten bleiben. Ich würde es quasi noch ein bisschen vorausfahren, dass man quasi, wenn man eindringt, dass er uns quasi in den Torpedo läuft. Ja. Also unsere Torpedos können 2 Meilen weit schießen. Theoretisch könnte man das jetzt schon mal abknallen, aber wir warten noch mal ein paar Sekunden. Ich habe nämlich auch nicht mehr so viele Befehle auf der oberen Leiste. Das heißt, wenn ich die nächsten Befehle gebe, muss ich dann mit Moral bezahlen. Das macht aber nichts, weil wenn wir eins versenken, kriegt man ja wieder 3 Moral dazu. Also rein theoretisch müsste es ungefähr so fahren, also relativ parallel. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, wir schnappen uns nur das eine. Das hintere? Ja. Und machen uns dann außen Staub. Machen wir dann Winke-Winke. Und dann nehmen wir wieder den alten Kurs auf. Auf den. Oder warte mal, wie ist jetzt da die Situation? Weil wir können ja nicht... Ein bisschen anders, da müssen wir fahren, dass wir so schnell wie möglich von denen wegkommen, verstehst? Vielleicht also, haben wir den neuen Kurs geht um 13,73. Vielleicht Kurs 0 oder sowas dann, ne? Mhm. Verstehst? 13,37. Nee, doch. 73 geht nicht. Ich will mal sagen, soll ich. Alles gut. Also wenn wir die Menge vorauslaufen, müssten wir quasi über die 90 Grad kommen, ne? Ja. Geh mal. Bis wir so ungefähr. Ach, okay, der ist uns. Der ist uns sogar noch ein Stück voraus, ne? Ja, aber der ist überall, ne? Zwischen 80 und 90. Ja, aber das siehst du, hast du die eigentliche Peilung. Achso. Ja, spul mal ein bisschen vor, ob wir ein bisschen plus 90 kriegen. 89 Peilung. Sieh ein Ereignis gerade. Ja. Erfolg an der Front. Der Kapitän fügt dieser Karte seine Hand hinzu. Ja, sehr gut. Weiter, Boris? Ja. Auswirkung: erhöhe die Moral um 2. Voraussetzung: aktiviert den Matrosen mit dem Enigma. Symbol. Das bin ich quasi dann, ne? Mhm. Wie aktivierst du den? Was hast du jetzt aktiviert? Können wir mal gehen. Ach so, aber das bringt uns jetzt gar nichts, weil ich kann die Moral nicht erhöhen. Also du musst die ganze deine Hand dazu hinzunehmen. Ach so, und dann, wenn ich sie spiele, dann. Okay. Ach so, ja. Alles klar. Action wieder? Was würde ich sagen? Mal wegen beobachten, wie sich das verhält. Peilung 82 Grad mit Höhe. 83. 84. Das hat auch so einen Spielbereich gehabt, ne? Ja. Jetzt mal gucken, ob man da ungefähr. Aber das ist die App, sagt ja die genaue Peilung. Bei 76 fängt es an. Ach so, das steht dort? Ja, Peilung 88 jetzt an. Ja, und dann müssen wir ein bisschen noch aufholen. 89. Ich würde sagen, müssen wir so auf 95 sind. Mhm. Dann machen wir eine Kurskorrektur. Direkt auf die drauf. Schießen einen Torpedo ab und machen uns aus dem Staub. Einverstanden? Ja. 174 plus 90 ist? 194. 10 weniger, also 264. 264. Ja. Nach Echtzeit, ja?
Sobald wir auf 95 Grad sind? Jawohl. Planquadrat 1, 66. 95 Grad erreicht. Na klar. Wie viel Uhr? Wann sind wir denn an? 66 und wie viel Uhr? 14:15 Uhr. Okay, Kameraden, seid ihr bereit, um dieses Handelsschiff zu versenken? Jawohl, Herr Galon. Sind wir in Position für einen Unterseeangriff? Um Torpedo abzuschießen? Ich überprüfe das gerade noch. Ich habe den Kreis vorne. Wie viel brauchen wir denn, Herr Galon? Ich brauche zum Fluten brauche ich da vorne einen. Der ist dort. Der muss auch das Teil abfeuern. Wenn wir nur mit einem Torpedo auskommen, würde das passen. Wobei es eh wurscht ist, weil ich kann ja, das sind ja alles Sachen, die er kann. Da geht es nur um Befehle. Also, der ist in Position. Der Torpedo-Computer-Mensch ist auch in Position. Wer ist das? Das ist der Viereck hier. Ja, weiß er. Der ist immer noch kaputt, ne? Dieser wunderbare. Ja, der ist ja aber nur halb beschädigt. Oder geht er demnächst ganz kaputt? Wie schaut's denn da aus mit dem. Herr Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Der ist noch bei 50% kaputt. Ja. Dieser dunkle da, dieser. Mhm. Also den Schuss gehen wir noch hin, hätte ich gesagt. Ja, okay. Ja, gesagt. Und dann sollten wir aber langsam mal reparieren. Okay, dann würde ich sagen. Ist das Geschütz oben? Nein. Das ist jetzt. Oh, ihr wurscht, wir sind unter Wasser. Ich habe den Befehl gerade ausgegeben, bitte Kurskorrektur. 264 Grad. Wir haben Kontakt, Herr Kalorn. 264. 64 Grad. Moment, es wird immer Richtung Norden gerechnet, ne? 74. Das ist der tatsächliche Kurs dann. Ja, aber der Kurs wird immer auf Norden gesehen. Ja. Meter müssen auf 264. Ja, ich wechsle. Mannschaft auf ihre Positionen. Ja. Kurs auf diese Koordinaten. Was gewechselt, der Kurs? Periskop beobachten. Jetzt müsst die Peilung eigentlich am Schluss genau bei 0 rauskommen. Ja, sie wandert Richtung 0. Also müsste jetzt quasi bei 0 sein, müsste uns jetzt quasi reinlaufen. Ja, gehen wir aufs Periskop, weil da müssen wir dann. Herr Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Herr Kalorn, wir haben Kontakt! Du bist genau direkt vor uns sein. Genau vor uns. Okay. Dann. Ist das jetzt Echtzeit, was wir fahren? Ja. Befehl? Action. Ja. Jetzt Torpedo oder am Computer aktivieren? Ja. Er hat nur erreicht. Herr Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Ist auch da, oder? Wir haben Kontakt, Herr Kalorn. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ja, der ist dort. Und jetzt das Ziel, das letzte Handelsschiff anvisieren. Drei. Da, auf fünf. Ja, okay. Und einen, was machen wir am besten? Geht das nicht? Oder müssen wir schon nur Bilder auswählen? Drück mal auf. Ne, hier oben wälzt es aus. Hier oben. Ah, okay. Palmöl, ja. Genau, und dann machen wir. Dampf oder Elektro? Ich würde zur Sicherheit ein Elektro. Der ist zwar unerfektiver, aber der wird nicht gesehen. Torpedo Nummer 3. Ja. Ja, Fluten. Muss ich hier gleich eine Karte ziehen? Das machen wir dann gleich. Geflutet? Torpedo geflutet. Okay. Ja. Pass auf, abfeuern! Jetzt? Ah! Ja! Haben wir den Kopf da unten, oder? Wieso können wir nicht schießen? Jetzt! Torpedo! Torpedo, los! Okay, und jetzt sofort. Kurswechsel. Auf! Richtung 0, direkt nach oben weg. Kurs 0. Und auf Tauchstation. Wir gehen ein bisschen tiefer. Kurs 0. Alle Mann sofort auf Manöverstation! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Genau, und jetzt muss ich nur gucken, dass meine Leute in richtiger Position sind. Zum Abtauchen. Wollen wir gleich mal merken, ob es einschlägt? Ja, aber wir können nicht abwarten. Doch, es sind nur noch eine Seemeile. Ja. 0,1, 0,9. Daneben. Daneben. Daneben, ja. Hat der Computer nicht gegen. Können wir uns nochmal anschleichen? Ja, das ist. Das baut doch auch. Wir hätten erst diesen blöden Computer reparieren sollen. Herr Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, das hilft nichts, okay. Fehlfunktion des elektrischen Torpedos. Ja, okay. Ja, das war ein Risiko. Aber. Oder wollen wir noch einen abschießen? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann müssen wir nochmal Kurs korrigieren. Kurs 264 eigentlich? Kurs 264. Das ist nicht schlecht, das ist ein Lobo. Leute, ey. Ja, das passiert halt mit diesem. Aber dafür sind die halt, wenn die gleich entdeckt, diese Elektro. Ja, jetzt ein Dampflos und fertig. Der Bild. Okay. Kette 9, wir haben Kontakt. Aber dann müssen wir vielleicht nochmal gehen. Ja,
Ja, wir haben ja gesagt, für Kurskorrektur geben wir keine Befehle aus, ne? Ja. Stimmt nicht ganz der Kurs. Ja, aber er ist doch innerhalb von 30 Grad, oder? Ja. Ja, dann kannst du anvisieren. Ja, dann geh anvisieren. Alle Mann auf Gefechtsstation. Der Mann ist ja noch links. Dann flutest du in den Dampf. Ja. Okay, Rohr 1 wird geflutet. Und gleich ab damit. Rohr 1 geflutet, Herr Kauer. Ja, ab damit. Torpedo! Torpedo los! So, und jetzt gleich Kurswechsel wieder, ja. Auf 0. Und dann gehen wir wieder auf 338 und wieder auf den alten Kurs kommen. Ja, ich will halt so schnell wie möglich von denen weg. 338? Dann auf 0, dann direkt gerade nach oben. Alle Mann auf Manöverstation zu Koordinaten setzen. Und jetzt brauchen wir neue Tiefe. Da brauche ich nur die Belastungs- und die sind in Position. Wir warten noch kurz, wir möchten wieder 0,2 Seemeilen. 0,1 Seemeile. Tiefe 6. Sehr gut, tauchen. Wir gehen auf 50 Meter. Passt schon. Okay. Gute Arbeit, Männer. 3 Moral und 3 erhöhen. Aber ich muss 2 Karten ziehen. Beruhigt euch alle, aktiviere einen beliebigen 5-Eck mal draußen, um diese Karte abzuwerfen. Wenn du das nicht tust, ziehe eine weitere Moralkarte. Matze, aktiviere mal deine 5. Das ist schon 2 Stück. Ne, den 5-Eck. Dann hat jetzt auch schon 2, ne? Das macht nichts. Okay, und das nächste war? Weise diese Karte einem zufälligen Matrosen zu. Der hat eine gequetschte Hand. Jetzt schon? Ja, das ging hektisch zu gerade. Bisschen lauter kannst du machen. Kann nichts verändern. Okay. Ach, dann geht der Ball nach unten, oder? Der 5 weg. Du bist der Arsch. Ich kann nichts dazu. Legst du dieses Ding, musst du drauflegen. Glaube ich, ne? Was noch? Ich hab's nicht ganz genau gesehen. Ein Skalpell unten. Das brauchst du, um den zu heilen. Wie viele Schiffe haben wir eigentlich letztes Mal versenkt? Auch eins, glaube ich, ne? Plankontakt AN 63 erreicht. 14.24 Uhr. Wie viel Uhr? 14.24 Uhr. Mach mal Hydrofon und guck mal, wo sich dieses Mannschaft auf Position. Geleitschiff befindet. Uns das verfolgt. Also solange der Lautstärkebalken da ist, suchen die nach uns. Wir haben Kontakt, Herr Kaloy. Bisschen leiser machen. Klein Tick. Ja.
schaut's aus? 3,6, 7, 3,5. Oh, die holt schnell. Havarie behoben, Herr Kaloy. Reparatur abgeschlossen, Periskop, Linse in Sektion 3 ersetzt. Das Flüstern zum Boden ist erstmal weg. Herr Kaloy, ich habe keinen Kontakt mehr. Okay, dann verfolgen Sie uns nicht mehr. Sehr gut. Gute Arbeit, Männer. Kurs ist 270, Herr Kaloy. Gut, wir sind im AM63, wir könnten rein theoretisch, könnten wir noch bis zum 51, ne, bis zum 55 rüberlaufen und einfach sturgrad Richtung auf 0 wechseln, wieder nach oben. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal so weiter, weil da muss ich nicht unnötig Befehle ausgeben. Wir müssen irgendwas reparieren, 60% oder? Vom Torpedo-Datencomputer sind zerstört. Also sind defekt. Ja, okay, warte, ich habe da ja zwei Leute stehen, drei die Reparaturmenschen. Drei brauchen wir. Dann würde ich, drei brauchen wir, ja, die Karte spielen. Da habe ich zwar nicht meinen Kapo dabei. Oh, warte, dann spiel ich. Ich habe aber noch zwei drinnen, ne? Gib mir mal einen Keks. Na klar. Bitte. Wolf. Kannst du die Karte auch aufheben, wenn du Maske noch? Ne, ich kann die spielen, weil die kriege ich danach wieder. Ah, okay. Und der gibt mir einfach einen mehr. Hm. Und dann kann ich mit zwei Leuten drei einsetzen. Das heißt, die spiele ich jetzt hier auf den Torpedo-Datencomputer. Kann man den reparieren. Und meine wenn wir auftauchen, wenn wir erst bestellen, wir hätten mit dem Beobachter oben. Weil die Verfolgung ist ja nichts mehr. Ja, ich würde jetzt erstmal das gerne einen Auftrag geben. Und dann Reparatur, gleich. Sofort. Aber gute Anmerkung, ja. Das sind der und der. Oben die 20 mm war, glaube ich, auch, muss geschmiert werden oder was. Ne? Aber die hat sich trotzdem weiter repariert. Die ist fertig. Die 20 mm? Ja, obwohl wir abgetaucht sind. Du hast vergessen, die Arbeit auf Null zu setzen. Sind sie abgezogen? Das setzt dann automatisch auf Null. Echt nicht? Nee, das musst du immer machen, ja. Ah, oh, okay. Ja, musst halt einfach danach. Das sind aber so logische Konsequenzen, wo die App dann eigentlich ein wenig weiterentwickelt werden kann. Ja, ja. Ja, gut. Musst halt nachpflegen. Auch die Beobachter und so. Wobei, ich weiß gar nicht, bei den Beobachtern, die gehen vielleicht. Ich weiß es gar nicht, wie es bei denen ist. Ja, aber da war ich zu spät, wo ich dran gedacht habe. Ja, ist wurscht. Alle tot. Streit. Ziehe einen Besatzungschip. Bewege den entsprechenden Matrosen ohne Befehlskosten in eine beliebige angrenzende Station. Hat sich gestritten. Wollen wir eigentlich auftauchen? Ja, ne? Ja, machen wir jetzt gleich. Matze, dein Kreis muss woanders dahin. Mega gut. Benachbarte Sektion. Mega gut, dass es immer grüner wird. Letztes Mal schon beim Schock. Okay. Sind auch andere drin. Okay, wie viel Uhr haben wir jetzt ungefähr? Ich habe den Überblick. 15:08 Uhr. Okay, dauert schon noch ein wenig bis zum Machwechsel, ne? Mhm. Okay, weil dann würde ich mit meinem Befehl erstmal ein wenig sparsam umgehen, weil es geht alles auf die Moral. Aber ich würde auf jeden Fall auftauchen. Und wir fahren noch 3 Stunden unter Wasser. Bis zum Machwechsel. Können wir auch machen, die Batterie macht es normalerweise. Ja, dann sind wir halt total blind, ne? Wir wissen halt nicht, wo wir. Hydrofon. Hockt eh dort. Ja, wobei, also ein Befehl könnte ich schon noch ausgeben irgendwie, aber. Du kannst doch auftauchen. Mobilisieren, auftauchen, Beobachter. 3 Stück, um es effektiv zu machen. Hm. Ja, okay, dann fahren wir so weiter. Spur vor. Kannst du telefonen mal gleich? Ja, du musst halt dann die ganze Zeit durchzeppen, ne? Kann. Man schafft auf ihre Positionen. Herr Kaloy, wir haben Kontakt. Oh! Gleitschutzschiff entdeckt. Peilung, Kurs 176. Die fahren wieder dahin, weil sie gefahren sind. Die fahren wieder Richtung. Hauen ab. Südost. Okay. Südost. Dann. Transit? Nein, nicht Transit, aber da gibt es eins vorher, glaube ich. Ne? Vorspulen. Vorspulen. Ja, genau. Mach das und beobachte das mal. Ja, genau.
Mit dem Hydrofon kannst du viel weiter hören. Jetzt ist er weg. Ja, ist weg. Herr Kaloin, wir haben Kontakt. Ja, da ist er wieder, aber das zieht weg. Ne, ist anders. Handelsschiff. Ne, Kontakt 1 und 2, sind immer noch gleich. Gleitschutzschiff und Handelsschiff. Genau. Aber der nächste Gleitschiff wird dann in Kontakt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. Sind noch oben durchnummeriert. Ach, geht das immer so weiter dann? Ja. Okay. Ja, dann kannst du wieder vorspulen. Drittes ist keins. Man muss immer bei jeder Meldung tut er auf Echtzeit runtersetzen. Herr Kaloin, wir haben Kontakt. Schiffsgruppe. Ja, das werden die zwei sein, oder? Entfernung 21 Meilen, ja. Reitung 228. Ja, das sind die. Okay, ja, gute Arbeit. Aber ein Schiff haben wir schon mal versenkt. Noch eine Dreiviertelstunde. Dann ist Bach um 18 Uhr, glaube ich, ne? Hm. Alle 6 Stunden dann, ja. Hm. Okay. Ja. Mach, wechseln. Dann wechseln, jawohl. Eins und Chip kommt, glaube ich. Ein Chip könnt ihr wegnehmen, genau. Ich kann meinen Mann hier wieder hochsetzen. Jetzt sollten wir auch mal dran denken, du, was ja, essen zubereiten. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ja. Wenn es jetzt so langsam auf den Tagesende zugeht, dann gebe ich einen Befehl, Essen zubereiten, Matze. An die Station. Weißt du, wie es geht? Ich muss mir da halt was raus. Ich glaube, so diagonal kann ich machen. Ja, angrenzen kannst du immer was aussuchen. Ich kann dir auch die Anleitung geben, dann kannst du die durchlesen. Die Zitrone kann man für nirgends für ganz gebrauchen, ne? Mhm. Musst du aber immer verwenden, glaube ich. Wenn sie mit drin liegt? Ja. Was musst du noch verwenden? Die Zitrone. Fleisch, Zwiebel, Brot. Wobei ich nicht weiß, auf leicht ist es, glaube ich, sogar noch ein wenig einfacher. Fleisch und Brot. Guckst einfach mal. Und Brot in der und Zeit, würde ich sagen, tauchen wir wieder auf. Oder haben wir irgendwo noch einen Kontakt in der Nähe? Nee, ne? Können bedenken, Mannschaft, auf Position! Oder? Es muss immer so angrenzend sein, von unten. Herr Kaloin, wir haben Kontakt. Das ist die Schiffsgruppe. Ja, okay, wir Daumen auf. Warte mal, ich krieg irgendwie nichts da. Herr Kaloin, ich habe keinen Kontakt mehr. Okay, dann nächster Befehl, neue Tiefe, wir tauchen wieder auf. Komplett? Warte mal, können wir das? Ja, können wir. Mhm. Komplett auftauchen. Ja. Alle Mann, sofort auf Manöverstation. Auftauchen. Ich geb nix. Nichts hin. Du kannst einmal aktivieren, deinen Mann, um einen Chip auszutauschen. Gegen was ich will? Du ziehst dann zufällig einen neuen nach. Oder du kannst neu anordnen. Beobachter 0, also sind die automatisch rein. Ja. Okay. Wenn ich was neu anordnen, dann würde ich das drehen, dann hätte ich zumindest mal Wurschtbrot. Was wir machen könnten. Lecker. Was ist das dann, Wurschtbrot? Mit wie viel? Zweier. Ein Zweier, okay, das wäre also ein Null. Null. Moraländerung Null. Das ist okay. Gut. Und die ziehe ich jetzt nach unten weiter, ne? Ja, und wenn dann die App fragt, was zubereitet wurde, dann sagst du, das wurde zubereitet und legst dann die unteren wieder weg. Okay? Das ist doch scheiße. Gut, warte mal, jetzt sind wir aufgetaucht. Beobachter? Ja, Beobachter. Jetzt muss ich erstmal mobilisieren wieder. Das heißt Mobilisierung und wir machen uns klar zum Überwassermarsch. Das heißt auf Stationen bitte. Ich hätte gerne Beobachter oben. Soll mal einer mit hoch? Ist der mit schon aufgetaucht? Ja. Weil der braucht die Rechts? Das wird drauf gehoben nicht, weil wir eh oben sind. Können wir ja genau, dann müssen wir eh wieder mobilisieren, wenn wir untertauchen. Ja. Das ist das hier. Ja, also ist das der Enigma-Mann ist ein anderer, ne? Ja, das ist der, das ist fünf weg. Du könntest höchstens zu dem vom Matze, ne, das ist in der andere, ne? Weil wir einen Wachwechsel gehabt haben. Du denkst mal dran, wenn wir wieder einen Wachwechsel gehabt haben, dass wir den heilen da oben. Mhm. Weil du hast das Sunny, du kannst es ohne Ding machen. Wobei, wäre jetzt nicht tragisch, solange wir auf leicht spielen, ne? Danke. Okay, dann würde ich sagen. Beobachter haben jetzt fünf. Nehme ich wieder zwei. Beobachter, auf Stationen. Es regnet. Zwei darüber. Ja, das wäre nichts. Also wieder. Ja, das ist weg. Wenn es größer macht, machen wir es über die Schiffe an den Horizont, bevor die Apple zu schnell. Oh, Landensicht. Auf 190, ne?
Hängen lang, ne? Ich glaube, wir wollten eine Inkurskorrektur machen, oder? Wie lang war das mal? Hat sich die jetzt schon mal wieder was gemeldet? Nee. Letztes Mal war es Planquadrat. Kurs 170. AN63, ja, hat der vorhin gesagt. Ja, Kurs 170. Welche Fahrt haben wir denn? Ich muss aufgeschaut. Volle Fahrt voraus, immer noch. Ja, gut, unter Wasser war mal Arschlein. Ja, das ist klar. Ja, dann würde ich aber eine Kurskorrektur machen, bevor wir da auf Land fahren, ne? Die ist auf 190. Beide Maschinen, Kurs. Volle Fahrt voraus. Dass wir wieder da oben zu unserem Ziel kommen, grob. Auf 63 sehen wir auf 190 Grad. Auf 63 sind wir auf 190 Grad Land. Ja. Was ist es? Jetzt müsste dann die Nordseeküste sein. Da kommen wir doch her. Wo sind wir überhaupt? Da sind wir daheim. Und verfahren oder was? Herr Navigator. Der aktuelle Kurs ist hart links, auf Deutsch gesagt, vom Norden aus gesehen. Und auf 190 Grad, das ist ungefähr, wir sind jetzt bei 63. 190 immer vom Bug aus gesehen, ne? Und das ist ja dann immer vom Bug aus. Das ist die dänische Küste, was wir sehen. Das haut schon eher in der von der dänischen Küste fest. Aber die sind da uns. Ja, passt ja dann. Mhm. Passt schon. Von der fahren wir ja weg. Ja. Dann Vollgas voraus. Haben wir schon ganz Zeit? Ja, Transit mache ich damit. Kavallerie behoben, Herr Kaloy. Temperatur abgeschlossen. Der Beodatencomputer in Sektion 3. Sehr schön. Sind die Verlichter. AN62. Mhm. Achso, das waren eh die dann. Um 18.17 Uhr. Wissen wir jetzt wieder, wo wir sind, ja? Mhm. Planquadrat AN61 erreicht, 20.42 Uhr. Wir führen eine Wartung durch, Herr Kaloy. Neue Wartungsaufgabe, Elektromotor in Sektion 6 überprüfen. Hm. Aber nur gar keinen da hinten. Wenn wir wieder tauchen, dann habe ich eh den Chief da hinten drin. Was hat die Mannschaft heute gegessen? Ein Wurstbrot. Du meintest? Passt schon. Einfach ignorieren. Also, es ist nur wichtig, dass wir, bevor diese Meldung kommt, das Essen zubereitet haben. Okay, Transit? Ja, wenn wir in 55 sind, musst du. Planquadrat AN 53 erreicht. 22 Uhr. Ah, da ist ein Druckfehler in der Karte, das muss die 53 ja, sein. Ja, irgendwo muss ein Druckfehler sein. Jetzt würde ich Kurs 0 empfehlen, dann wenn wir genau Richtung. Okay, Kursänderung. Achso, der steht ja immer noch dort, ne? Muss ich keinen Befehl geben. Kurs 0. Alle Mann auf Manöverstation. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So ist es recht entspannt mit dem Befehlsmanagement. Wir führen eine Wartung durch. Wachwechsel? Mm-mm. Doch, die Glocke ist Wachwechsel. Ja. Aber neue Wartungsaufgabe. Kompass in Sektor 3 einstellen. Funkgerät in Sektor 3. Sagst du immer, was es für ein Ding gleich ist? Weil dann kann alles ich grün. Okay. Kompasses in Sektion 3 einstellen. Funkgerät in Sektion 2 abstimmen. Warte mal, Kompass in Sektion 30 hier, oder? Mhm. Okay. Funkgerät in Sektion 2 abstimmen. Mhm. Torpedorohr 4 in Sektion 1 überprüfen. Und der Matze muss den Herd in Sektion 4 reinigen. Das hört sich ja Rot Oktober aus, oder? Hm. Kann sein, ja. Was war denn 3? Schön, du bist jetzt. Kompasses. Okay. Haben wir gerade Reparatur laufen? Mhm. Nee. Und doch. Elektromotor, nee. Ja, das sind nur die grünen. Der wird aber schon zu 50% ist er gleich gelb, ne? Der ist schon zu 50% durch. Wie viel brauchen wir da jeweils? Wie viele Leute? Kompass 2, Motor 3. Funkgerät einen. Dann sind wir mit oben. Torpedorohr 2. Vergessen mich da dran zu erinnern. Gut, den Herd kann der andere von meinen reinigen. Und Herd ein. Obwohl meine sind ja alle oben und gucken, ne? Ja, das würde ich nicht machen. Wunderherd, 4. In 4, ja.
Ich würde auf jeden Fall mal die zwei, wo in drei sind, das, diesen Kompass. Wie viel braucht man dafür? Zwei. Dann setze ich die zwei schon mal drauf. Meiner? Ja, eh in zwei. Kannst du umgekehrt machen, baue nur einen Mann. Ach echt, ja? Mhm. Okay. Ja, dann mach das. Gebe ich den Befehl auch aus. Darum, Reparaturmarker. Nein, wir einer, ne? Ja. Und ja. Den lässt er aber danach dann liegen. Wo liegt's? Das ist. Du drehst ihn dann danach um quasi, ne? Ich kann meine entfernen. Das ist total kompliziert mit diesen einfachen Regeln. Gibst du es auf der App ein, bitte? Den Kompass in 3 und das Funkgerät in 2 mit jeweils den erforderlichen Leuten. Kompass? Ne, Funkgerät einer. In 2, ja. Reparieren Sie das sofort. Dann fehlt noch Torpedorohr, der Herr. Und. Wie viel brauchen wir für den Torpedorohr? 2. Da steht nur einer von uns. Und der Herd? Einen. Und der Elektromotor ist auch noch, ne? 3. Okay, wir mobilisieren nochmal. Und zwar, ich nehme meinen Chief da hinten hin. Der kann den alleine reparieren. Obwohl es 3 sind, weil da setze ich eine Karte ein. Das ist ein Elektromotor. Ja, warte mal. Ich muss noch gucken, dass ich diesen Werkzeugkasten da dabei habe. Ne? Das darf ich nicht vergessen. Der Werkzeugkasten, der ist ja hier. Ich glaube, das habe ich vorhin vergessen. Elektromotor habe ich in der Kiste 1. Die Kiste 1 ist da. Da muss dem jemand die Kiste vorbeibringen. Und dann macht er einen gut wegziehen, oder? Ne, ich nehme den Dreieckmann, der nimmt die Kiste hier mit nach hinten. Und den Chief. Okay. Dann sollte jemand in die Küche gehen. Einer von dir vielleicht? Ich kann es auch machen. Weil jetzt kann ich eh keine neuen Geschwindigkeiten mehr setzen, hätte ich 2 gebraucht. Okay. Dann, wie viel brauchen wir da in der Küche für den Herd? 1. 1 nur, okay, dann passt. Machen wir den gleich? Müssen wir noch andere Sachen mobilisieren? Ja, oder? Das Tempo. Das machst du auch. Hier vorne hat man doch 2 Leute gebraucht, oder? Ja, Torpedorohr 1. 4. 4 Leute? Nein, der Torpedorohr 4. 2 Leute. In 2 Sektion Leute. 1. Das wäre schlecht, wenn da noch einer hingeht. Den machst du auch gleich, ne, mit 2 Leuten. Warte mal, dann muss ich die Karte einsetzen. Das sind dann tatsächlich sogar 4 Leute. Kannst 4 eingeben. Gibt's mir noch was? Reparatur, sofort. Dann fehlt noch Torpedorohr 4 in Sektion 1. Ja, und aber Leute. Eigentlich hättest du es jetzt noch eingeben dürfen, weil wir sind noch beim Mobilisieren, aber nehmen wir jetzt mal nicht so ernst. Weil ich hätte gerne, dass da noch jemand hingeht davon. Können wir da noch irgendeinen entbehren, oder? Aber mit 5 beobachten, wir können einen weniger nach. Ja. Ich könnte auch von mir einen vortun. Weil wenn wir angreifen mit Torpedos, muss ich eh nochmal mobilisieren, ne? Dann nehme ich nochmal Naden bei Gelegenheit. Nehmt den davor. Okay, dann ist die Mobilisierung beendet. Und jetzt müssen wir mal, warte mal, noch einen reparieren und glaube ich nochmal einen reparieren, ne? So was. Und wo reparieren? Wir waren jetzt nochmal vorne und den hier für die Küche habe ich glaube ich auch noch verteilt. Und dann müsste eigentlich alles derzeit repariert werden. Ja. Und ich muss nur gucken, dass ich überall einen Marker jetzt mal hinlege. Und zwar Kreis, Viereck. Die 2, Kreis und Dreieck. Der 8 und der andere 8. Eigentlich alle von denen. Ja, wir haben momentan die obere Wache, oder? Weil du die untere hast? Hast du vergessen hochzuschieben? Kann das sein? Ist oben nach unten gegangen, Jungs. Ich frage nur, war man gerade oben oder unten? Gut, jetzt ist er eh mitten in der Nacht, ne? Ich hab vergessen hochzuschieben. Oder wie viel haben wir jetzt? 1 oder sowas? 0:07. Okay, Kurs passt. Reparaturen sind alle im Gange. Ja.
Okay, Beobachter haben wir 5 Stück. Ja. Kurs genau. Sind wir, passt, ja? Okay. Ja, dann gehen wir auf Transit, oder? Jawohl. Ich bin sehr zufrieden mit euch, Kameraden. Ich gebe mal eine Scholle aus dafür. Moment. Jawohl. Um 1,36. Oh, was hast du? Langquadrat. Ah, 48. Ah, so. Okay. Was? 48 hat er. Havarie behoben, Herr Kaloin. Der wird abgeschlossen, Kompass und Funkgerät. Kompass und Funkgerät, check. Transit. Mann hat er drauf, ne? Ja. Ja, weil der repariert ja was anderes. Funkgerät. Ach so, ja, ne, da kommt er weg, ja. Mhm. Ne, umdrehen mal artfremd. Stimmt, ja, korrekt. Gut aufgepasst, Navigator. Havarie behoben, Herr Kaloin. Ja, abgeblasen. Okay, das ist bei mir. Mach ich gleich. Ich bräuchte noch ein Vorräte. Holst du noch ein Wasser aus der Küche? Hey, du bist Koch! Du bist der Koch! Havarie behoben, Herr Kaloin. Gleich links, ja. Elektromotor auch fertig. Sehr schön. Es läuft ja wie geschmiert. Passt. Nachricht vom Hauptquartier? Mhm. Ach, oder Ereignis? Was machen wir jetzt nochmal? Ja, was ist denn? Neuer Name vom Hauptquartier. Ja, dann brauchst du den Enigma-Mann. Was der steht ich? Ja noch dort, der hat sich nicht bewegt, glaube ich, ne? Mhm. Haben wir einen Nachricht? Und dann. Was will ich jetzt damit? Dem Kameraden da drüben, was er schickt. Alkohol während der Schicht? Ja, ist erlaubt. Ausnahmsweise. 11.09. Tickst du den Schalle? Sommerschale. Das hat schon gepasst, so ist es. Ja. Ich habe Sommerschale angeordnet. Sollen sie nicht übertreiben. Wie geht es nochmal? Instrumente. Enigma. Korrekt. Entschlüsseln bitte. An die Stationen. Ich stelle sie mal an. AZT. Eines unserer U-Boote hat schweren Schaden erlitten. Haha, so das gerochen hätte. Und benötigt Ersatzteile im Planquadrat AN11. Belohnung 4000 Ruhm. Moral um 2 erhöhen. Natürlich werden wir den Kameraden zur Hilfe eilen. Mit ausreichend Befehlen. Bist du noch im AN48? Dann hat sich nichts geändert. Dann müssen wir AN11. Da ist ein X drauf. Sind das die Minen? Ja. Okay, bitte nicht in die Minen fahren. Also müssen wir auch rein theoretisch. Komm mal durch. Ich würde nicht riskieren. Rein theoretisch komm mal durch. Und da ohne Probleme. Okay. Ist halt, sobald man 14 erreichen, müsste man quasi tauchen. Ja, die sind ja unter Wasser, oder? Nee, das ist bei manchen über Wasser. Ja, aber die wenn jetzt die Geleitschiffe über uns hinwegfahren und die Zerstörer werfen die ja auch Minen, die dann untertauchen. Wenn sie uns hören. Stimmt, ja. Wollen wir nochmal einen Kurs wechseln, ne? Ja, vielleicht fahren wir außen rum, weil das ist schon... Vor allem, wir kommen ja wieder nah an die britische Küste, wo dann die Luftwache, die... Gut, wenn wir jetzt so weitermachen, wenn wir jetzt in den 79 fahren, kommen wir genauso nah an da oben, an was sind das, die... Wie heißt die da oben? Shetland, das sind die. Ach, die haben einen blöden Namen. Wir könnten da ja erstmal versenken und dann immer noch abdrehen. Wo versenken jetzt? Wir fahren jetzt gerade Richtung Nordland. Wir waren jetzt im 48. Wir könnten ja. Ja, aber unsere Hauptziele sind ja 76. Da oben. Ja, unser Hauptziel ist einfach zerstören. Und ja, aber da sind ja die meisten Feinde. Und dann können wir von da aus immer noch abdrehen. Wir können jetzt in den 76er rauffahren. Vom 76er runter in den 11er. Genau, machen oben einen Ride. Aber dann riskieren wir halt, dass die uns da oben entdecken, dann brauchen wir wieder ewig viel Befehle, damit wir abhauen können. Ja, du bist der Captain. Also wir könnten jetzt, warte mal. Den Kurs 322 müssen wir gerade durchgehen. Okay. Kurswechsel? Ja, machen wir das. Ich hab mal 2 nach unten. Ja. 322. Moment, ich prüfe nochmal.
322, 321, ja. Mach 322, da kommen wir durch. Alle Mann auf Manöverstation. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Da müssten wir jetzt in den 45er oder 44er als nächstes erreichen. Dann zieht. Plan Quadrat 155 um 4 Uhr. 45, oder? Ja. Erste Wache. Bitte, kannst du mir bitte kurz vorher beim nächsten Mal Wachwechsel Bescheid geben? Weil dann könnte ich immer noch ein paar Befehle rausjagen. Ah, okay. Dann zum Beispiel sowas, ne? Zum Beispiel. Oder Essen zubereiten oder so, ne? Dann geht der Arbeits weg. Warte mal. Ja, immer einen kannst du entfernen. Ja, okay. Was macht denn hier unser Torpedorohr 4? Alles repariert, habe ich vorhin gesagt. Okay, echt? Gib mal. Habe ich das verpasst? Ja, oder? Torpedorohr 4? Ja. Gut. Nee. Ich geh mal auf Reparaturen. Alles weg. Ja. Okay, habe ich das vorhin vergessen. Warte mal, wie viel hast du mit dem 1.45? 4.45 Uhr. Das ist Sturm. Nix, wieder Vollgas. Wir müssen fertig werden, die zwei Tage rumbringen. Plan Quadrat 144 erreicht, 6 Uhr 6. Vorspulen. Ja. Wir haben Kontakt, Herr Kalloin. Kontakt, kleines Schiff entdeckt. Okay, die Beobachter sind hier oben, kannst du mal draufnehmen. Wie viel Uhr haben wir noch? 6 Uhr dann jetzt knapp wahrscheinlich, ne? Nach dem Machwechsel. Der muss ja nur noch jemanden, dann gehen wir mal raus, Straße. Guck mal, die Peilung ist 342 grob. Verstehst. Sunrise ist um 8 Uhr. Wenn wir sie innerhalb der nächsten 2 Stunden noch erwischen, können wir sie über Land abknallen. Ich sehe gar nichts. Ist ja noch ein kleines Schiff, ne? Vorspulen oder was? Ja, spulen wir ein bisschen vor. Bis auf 7 Uhr. Wir haben den Kontakt verloren, Herr Kalloin. 7 Uhr 17. Und Kontakt verloren, hat er gesagt. Mhm. Nochmal such? Nein, ja, wenn er weg ist, dann ist er weg. Okay. Dann wird er weiter, dann zieht er. Ja. Fliegeralarm! Fliegeralarm! Geht's ja? Tauchen, tauchen, tauchen! Tauchen, ja. Mobilisieren, mobilisieren. Schnell! Beobachter weg. Ich geh jetzt einfach in die Mitte, ne? Beobachter, auf Stationen. Ja, Tauchstationen. Das heißt, ich brauch hier die zwei. Und der muss hier rüber. Okay, passt. Und dann neue Tiefe. 10? Ne, geh auf 20. Alle Mann auf Manöverstation. Neue Tiefe 20 Meter. Beim 44, wir haben jetzt den rechten Arm, der Küste beim 44er, ne? Okay. Ich habe die Befehle ausgegeben, okay. Die waren in Position. Das hat gepasst. Mittlerweile weiß ich es auswendig, wo die Leute stehen müssen. Für die ganzen Manöver. Sehr gut. Ja, das ist auch wie wäre. Bis du da jetzt immer erstmal gucken musst, oh Gott, wen brauche ich denn jetzt wo und so, ne? Aber das ist schön, weil es logisch ist. Ich brauche einen im Elektromotor und einen im Diesel, weil die ja umschalten müssen zwischen den Antriebsarten. Und die zwei Ballastjungs brauche ich hier vorne. Vorspulen? Ja, das Problem ist jetzt, auf 20 Meter wissen wir halt jetzt überhaupt nichts, ne? Aber die wissen halt auch nicht, wo wir sind, ne? Mhm. Deswegen, wir können ja jetzt mal eine Stunde, zwei Stunden so fahren, würde ich sagen. Plan Quadrat AN 41 erreicht. 8 Uhr 17. Wie gesagt, so um 11 Uhr sagst du nochmal Bescheid, ne? Ansonsten, solange nichts weiter passiert, kannst du vorspulen. 11 Uhr. Okay, dann würde ich jetzt sagen, Essen zubereiten, bitte. Ist der in Position? Ja. Mhm. Gut gemacht. Was habe ich? Kartoffeln, Fisch, Zwiebeln. Reparaturen stehen keine an. Ich müsste die Zitrone, würde ich keinen Tausch, gehe ich ja AI. Das kannst du ja machen, du musst einfach einen Aktivierungsmarker legen. Die Zitrone wird weggelegt, ne? Die Beobachter kannst du weglegen, ja. Weil die beobachten nichts mehr, ne, Matze? Die müssen ja so, müssen sie Licht quasi. Ich meine, ne? Die Aktivierungsmarker fürs Beobachten.
Aber das mit der Zitrone weiß ich, müsst ihr jetzt nochmal nachlesen, wie das genau ist. Das steht in der Anleitung. Also Kartoffeln, Fisch, Zwiebel. Zitrone musst du, glaube ich, immer einsetzen. Ach, aber du dürfst es ja nicht für unten dazulegen. Irgendwie so ist das, keine Ahnung. Ach, Kartoffel ist das. Dann habe ich da was Falsches weggenommen. Zwiebel wollte ich doch. Dann haben wir drei neue. Oh, ich sehe, bald gibt es noch Zwiebeln. Ich hätte jetzt mit Kartoffeln, Fisch und Zwiebeln. Was habe ich jetzt gemacht? Ich hätte kein Ei gebraucht, ich Depp. Der den Fisch, die Eier hätte ich nehmen müssen. Willst du beschreiben, was du machst, Mr. Koch? Einfach mal runtergekratzt. Ja. Reibekuchen gibt's. Dreier essen, hebt die Moral. Wenn es dann soweit ist. Mhm. Was jetzt die Moral erhöht ist, ich gebe einen Befehl aus, halte eine Ansprache mit dem Kapitän. Und oder muss ich nicht einmal, ich glaube, das kann einfach so einsetzen. Auswirkungen, diesen Erfolg an der Front. Erhöhe die Moral um 2. Das war ja die Karte, wo ich vorhin von dir gekriegt habe. Aber dafür müsste Enigma-Mann einen Aktivierungsmarker legen, aber den kann er eh gleich wieder beim Wachwechsel weglegen. Genau. Enigma-Mann, jawohl. So. Und dann schaut es doch eigentlich sehr gut aus, ne? Du guckst mal, dass du. Aber wir könnten jetzt noch auftauchen vor dem Wachwechsel eigentlich. Ja, die Frage war, weil der Flieger schon weg ist, ne? Ja, das ist schon lange her, oder? Der Flieger war um 8, jetzt haben wir 11:08 Uhr. Ja, wir tauchen nochmal auf jetzt. Auf? Null? Ja. Alle Mann sofort auf Manöverstation. Auftauchen. Wir mobilisieren. Und jetzt mobilisieren wir wieder, ja. Sollen wir mal wieder mit hoch? Ja. Was machen? Den brauchen wir ja da unten dann momentan nicht. Viereck macht sie blau. Mit hoch noch. Viereck. Ja, genau, das ist der. Den wir nicht brauchen da oben. So, fünfmal. Beobachter. Okay, warte mal, ich beim Mobilisieren nehme ich den noch da zurück. Und den da davor. Beobachter, auf Stationen. Okay, genau, dann beobachten, der letzte Befehl. Schaut gut aus. Und dann kannst du eigentlich wieder auf Transit gehen bis zum Wachwechsel. Wir führen eine Wartung durch. Genau, passt. Neue Wartungsaufgabe. Wachwechsel. Ja, Wache haben wir übrigens gewechselt, ja. Ja. Und der ist. Ja, der kommt weg jetzt, ne? Genau. Neue Wartungsaufgabe, Batterien in Sektor 2 überprüfen. Grün. Mhm. Und zweimal gelb. Abfall der Batterieleistung in Sektion 4. Stromverbrauch steigt um 15%. Und neue Wartungsaufgabe, Hydrophonausfall in Sektion 2. Aber Reichweite verringert. Was? Hydroptionsausfall. Hydrophonausfall in Sektion 2, Reichweite verringert. Haben wir natürlich in beiden kaum Leute stehen, ne? So, ich würde mir zumindest die gelben mal anschauen. Wie viele Leute brauchen wir denn jeweils? Drei. Und beim grünen? Zwei. Dass diese Scheißkiste hier immer auseinanderfallen muss. Jetzt habe ich hier zwei Urbaupläne. Ich weiß nicht, was die da in der Wartung machen, wenn die im Hafen liegen, aber anscheinend machen die da nichts, ne? Ja, du guck mal, die harten Manöver, die wir hier durchführen. Da kommen die Frauen. Beanspruchen das Ding. Klar. Geliebt, ja, Matze, geliebt. Ja, was meint ihr, soll ich euch auch drücken, mal hinzuschauen. Vielleicht gucken da Kinder zu. Wo sind wir? Ungefähr rum. In der 6. Klasse. Irgendwie immer noch im 41er, wenn sie nichts mehr haben. Wie lange wird es dauern ungefähr, bis wir auf den nächsten Feind stoßen? Oder wo ist dann mit Feind zu rechnen? Die nächsten Feinde sind die Minen wahrscheinlich. 14. Da sind wir wieder sehr nah an den Shetland-Inseln. Sind es die Shetland-Inseln? Ja, es müssten die Shetland-Inseln sein. Mm. Und 14 sind wir oben in den... Wie heißen die scheiß Inseln da oben? Die scheiß Inseln sind absolut. Die haben so ganz... Die Hybriden müssten es sein, oder? Die Code-Inseln. Die Abort-Inseln. Jetzt waren wir 8, sorry, aber dafür pünktlich. Jetzt lese ich das erst. Und die waren nicht pünktlich.
Wir haben noch okay. Wir sind aber immer noch auf diesem Kurs, ne? Ja. Okay. Wir sind immer noch auf Kurs 322. Da wäre ich jetzt auch gern. Ich schlage vor, wir mobilisieren, um die Schäden zu reparieren, weil das ist mir gerade nicht so geheuer. Ich nehme mit meinen zwei Leuten hier die Kiste mit. Gehe hier vor. Und im Vierer brauchen wir auch was, ne? Sektion 2 brauchen wir 6 Leute. Sektion 4 meine ich. 2 Leute. 2 Leute? Ne, halt. 3 Leute. Okay, dann nimmt der den Kasten da mit. Und bei dem anderen brauchen wir 5 Leute insgesamt. Sektion 2. Batterie und. Ja, das war einmal mobilisieren. Telefon. Okay, und wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe. Sektion 4 hast du gesagt, brauchen wir 3 Leute. Ja. Okay, da habe ich dann Kiste 1. Kiste 1 müsste eigentlich schon eine Dauerkarte. Sind seine Usen, die hinkommen. Habe ich die jetzt. Habe ich die schon aufgebraucht? Nee, nee, das war so eine. Das müsste in jeder Kiste. Ach, die 4 Werkzeuge. Wenn in der Reparaturmannschaft mindestens 2 Matrosen sind, wird einer davon mit einem Ding aktiviert statt einen. Hey, das check ich nicht. Ist der Killer-Kanickel ist? Übersetzt. Hm? Ob das der Killer-Kanickel ist von Lindberg eingesperrt ist? Ja, in seiner Kiste. Aktivitätsmarker. Das ist hier das Monster. Wow. Der Kanickel? Nee. Er hinter dem Kanickel. Es ist das Kanickel. Geiler Film. Man redet der Kokos aus. Finde ich fast noch besser wie Life of Blind. Ist auch besser, finde ich. Ich finde, der Kokosnuss, dann ist Leben des Brian und dann ganz halt abgeschlagen sind des Lebens. Ich check die Karte überhaupt. Da mal. Das links. Aber ich kann jetzt hier schon mal reparieren. Wenn in der Mannschaft mindestens 2 Matrosen sind, wird einer davon mit einem Befehl anstatt mit einem Schraubenschlüssel aktiviert. Dann lege ich anstatt so ein Teil halt den normalen, aber dann hat das ja überhaupt keinen Vorteil irgendwie. Das hat ja nur Nachteile. Kann das sein? Vielleicht das, wenn sie was anderes für einen Nachteil, wenn der Schraubenschlüssel liegt, vielleicht kann sich ja nicht bewegt werden, der repariert. Vielleicht ist das ein Nachteil, wenn in der Wartung ist, dass er nicht weg kann. Ach so, okay, und dann können da trotzdem weg. Oder ich weiß nicht, wenn du hast, wissen wir, was Regelheft ist? Ja, das glaube ich, steht nicht drin. Also ich bin in Sektion 2 übrigens. Mit einem Mann wäre ich da. Ich kann das hier nicht reparieren, das habe ich jetzt verzockt. In Sektion 2 will ich aber reparieren. Da ist irgendwas mit Batterie, hast du gesagt, ne? Batterie in Sektion 2 überprüfen, 2 Mann. Und dann fehlen noch. Mit Hydrofonausfall, Sektion 2, 3 Mann. Das Hydrofon, 3 Mann, Wahnsinn. Und das ist gelb. Und wir machen mit einem Mann. Ne, mit 3 Mann mache ich diese Hydrofon-Geschichte. Die 2 und hier nochmal plus 1. Kann man gleich reparieren? Oder ist noch mobilisieren? Ne, mobilisieren habe ich schon. Dann das wäre das Hydrofon. Mit 3 Mann. Der geht da hin. Mit 3 Mann. Das habe ich noch mobilisiert. Mit 3 Mann. Hydrofon mit 3 Mann. Ja, Hydrofon mit 3 Mann. Sofort. Und die Batterie mit 2 Mann? Was will meiner helfen? Ne, da ist keiner mehr. 2? Ja, die 3 Mann sind ja schon hier mit dem Hydrofon beschäftigt. Meine 2 plus die Karte. Ah, okay. Und ich habe jetzt nur noch die 3 Leute da hinten. Ja. Mit dem Batterie oder was hier war, ne? Batterieleistung. Ja. Auch mit 3 Mann? Ja. Befehl zu geben? Jetzt, glaube ich. Oder habe ich das schon? Klepp nicht, ne? Klepp jetzt alles. Reparatur, sofort. Dann haben wir erstmal alle Reparaturen. Oh, ich brauche die Nahrung, ey, das ist anstrengend. Ja, aber da ist auch noch offen.
Ach ja. Schnickersbitz. Ja, dann hauen wir Schnickers rüber. Wenn es noch wieder länger dauert. Ja, wenn es noch wieder länger dauert, dann zieht. Ja, wenn wir das drücken, Feindbeobachtungsgebiet erreicht. Wir spüren 5 Stunden so viele Ziele wie möglich auf, ohne entdeckt zu werden. Mhm. In dem Sektor, wo wir jetzt sind, oder was? Mhm. Ist sonst irgendwas? Das ist 9, 16 und wie viel Uhr? Und Plan Quadrat A, 11, 16, 18, 12 Uhr, 12. Wir können jetzt auch mal Maschinenstopp machen und vor uns hinten eine langsame Fahrt. Also. Wie viele Kilometer hat denn so blödes Plan Quadrat? Wenn wir auf halbe Fahrt gehen, machen wir 8 Knoten in der Stunde. Ich will nicht mehr wissen, wie groß so ein blödes Quadrat ist. Wie viele Seemeilen haben das? Naja, auf Vollgas fahren wir mit 17 Knoten. Mhm. Jetzt kannst du ja mal gucken mit dem Lineal. Vier Stunden circa braucht man für einen Plan Quadrat. Das letzte war um 8.17 Uhr und das andere um 12.12 Uhr. Wenn wir gerade durchfahren, mit Vollgas. Wenn wir halbe Fahrt machen, müsste man so richtig schön durchdingeln, wenn 5 Stunden. Ist da nicht ein Maßstab unten drauf, vielleicht sogar? Nee, auf dem Plan? Nee. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich blicke gar nicht mehr durch. 1,16. Wir haben Kontakt. Beobachte. Kontakt 5. Geleitschutz. Schiff entdeckt. Beobachtet. Feindliche Aktivität. Kontakt 1 von 3 gesichtet. Und was noch? Alles. Ja, aber 1 von 3. Das ist eine Peilung. 360. Das ist genau vor uns im Endeffekt. Und fährt Richtung 106. Übersetzen bitte. Mal die Geschwindigkeit wechseln. Machen wir langsamer, ja. Kapitän? Nein. Erstmal übersetzen. Wie weit sind die weg? 5,8 Seemeilen. Kurs 106. Wie ist das Wetter? 3, 4, 5. Klar. Die fahren ungefähr so. Oh, war schlecht. Eigentlich bin ich genau voraus. Ja, ja. Oh, ah, ja. Die werden uns entdecken. Mit Sicherheit. Müssen wir abtauchen. Auf 10 Meter? War schon besser. Mobilisieren? Ja. Mhm. Beobachter 0. Beobachter, auf Stationen. Und Tiefe? Wohin geht denn der blaue Viereck? 2. Jetzt habe ich nur das Problem. Meine Leute. Ich kann grüne nach hinten in die Batterien, du. Weil wenn ich die jetzt abziehe, dann kann ich nichts mehr reparieren, ne? Nee, ich kann auch mal grüne nach hinten, du. Ich bin ja eh gerade am mobilisieren. Machst du das da hinten? Ja, ich würde. Wie viel brauchst du dafür? Einen in 6, einen in 5 und 2 in 3. 2 in der 3? Ja. Ich kann aber auch 2 Leute dahin. Wenn wir den Kurs erstmal wechseln, kann ich einen mit zur Reparatur nehmen. Ne, das passt. Dann machen jetzt die Leute das, okay? Gehen wir auf 10 Meter? Hm? Alle Mann auf Manöverstation. Also der macht das. Tauchen! Herr Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Das heißt, der 6er, der 5er und die 2 in 3 jeweils ein, ne? Okay. Dann reparieren? Dann machen wir nix. Die reparieren ja noch. Ja, oder was meinst du? Fehlt ja noch was. Batterie, Sektion 2. Ja, aber. Machen wir erstmal nix. Du kannst ja nichts steilen, Leute. Ja, sag ich das, vorhin schon gesagt. Aber dann kann ich die. Doch, kann ich noch machen nebenbei, ne? Das wird nicht. Und du haben wir? 12.17 Uhr. War noch Wachwechsel. Haben wir vorhin schon gemacht, oder? Steht nichts da. 12 Uhr. Haben wir vorhin schon gemacht, klar.
Danach wollen wir erst die ganzen Warnungen. So viel Zeug ausgeben. Mhm. Oh, Scheiße. Was ist denn das? Der Grüne, ne? Was ist denn das? Wer hier? Der Blaue wird repariert. Ja, ich nehme der grüne Schaden. Batterie in Sektion 2 prüfen. Überprüfen. Ja, können wir jetzt was regenerieren? Hört mal dir was. Periskop! Das kostet einen Finger, ne? Das wird ja schon repariert, klar. Nee, hin, durchgucken tun. Ziehe eine Ereigniskarte. Das sind die da, ne? Mhm. Der Mann am Hydrofon sitzt noch dort, ne? Die ganze Zeit, ja. Mhm. Nee, der ist gerade immer Sinn. Ach so. Von da vorne ausguck. Krippe. Weise diese Karte ein, zufälligen Matrosen zu. Warte, mach ich. Wo kommt die da hin, aus dem Spiel? Ja, willst du es alle. Nee. Dann kriegt der Matrose dazu. Achso, der wird zugewiesen, ja. Korrekt. Der muss dann geheilt werden. Der wird keiner gebraucht. Das ist hier der braune Dreieck. Das bin ich. Immer in dieser Wache brauche ich so viele Befehle irgendwie. Amateure. Bekackte Amateure. Oh, die zweite Wache. Und ihr müsst dann immer, wenn das so ist, das so hinlegen, wie das da angezeigt wird. Das heißt, wenn da jetzt schon was liegt, schiebe ich das nach rechts und lege das dann so. Okay. Dann will ich aber was sagen, dass wir total blind sind. Aber der Hydrofonmann. Nein, das kriegen wir Sinn. Oder? Ja, aber irgendwann einen Befehl muss ich ausgeben. Entweder Periskop oder Hydrofon. Und ich glaube, im Hydrofon sind wir immer ganz gut, oder? Ja. Dann Hydrofon. Mannschaft auf ihre Position. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. Check das mal aus, ja. Rein schon Typ von der Grenze gehabt, ne? Mhm. Hier ist Kontakt 6. Ist wieder anderes. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. Also Eingeleitschutz. Das ist 7, wieder was anderes. Ja. Also Eingeleitschutzschiff, bist du es innerlich? So. Auf Peilung 330. Mhm. Kurs 106. Mhm. Ja, aber mehrere, ne? Das ist mal eins. Sekundaktiv, gut ausgehen, mach drin mal weiter. Herr Kaloin, wir haben Kontakt. Kontakt 5. Das war es von vorhin. Mhm. Hast du schon hast du schon gekriegt, oder? Moment. Peilung 5, Kurs 106. Peilung 6? Kurs 106. 5. Peilung 5, aber das ist schon. Peilung 6. Ach, 6, ja. Ja, es geht ja weiter. Warte mal, Distanz 4,2. 1, 2, 3, 4. Der ist quasi hier. Der ist da. Kurs 106. Und das andere ist jetzt gleich, Alter. Hier. Peilung 40. Distanz 5,6. Kurs 106. Und. Ja, das verstehe ich nicht. Was denn? Kontakt 1 von 3 gesichtet. Dann hast du 3 gesichtet normalerweise, oder? Gesichtet, aber das hören wir ja gerade nur. Achso, ich muss ja quasi über das Periskop sehen, oder was? Du kannst schon auf Periskop gehen, weil wir wissen ja so grob, wo sie sind. Und dann mit das ist die extra Befehl, oder? Das heißt ja, aber es kann halt sein, dass wenn es hell ist, dann spiegelt sich das Periskop, dann entdecken die uns. Ne? Ja. Dann steht so eine Anleitung. Ja. Willst du es ausprobieren oder nicht? Ja. Wir gucken aber Richtung Norden, Kollege. Und im Norden steht die Sonne nie. Ja, ob das die App weiß. Es geht ja darum, dass da in ein Rohr rausguckt, aber wir sind eigentlich weit genug weg, das sehen die nicht. Periskop, mach! Ja. Periskop. Wir haben Kontakt. Ja, guck mal, das ist eh Scheißwetter. Da ist 1 bei 3,30. Genau, das müsste noch weiter da. Das ist schon näher, bei 10. Dann festklappt. Das andere ist bei 42. Ja, haben wir es doch jetzt gesehen. Das müsste man natürlich doch quasi gesehen haben, oder? Ja. Kontakt. Das sind ja alles Geleitschiffe, oder was sind das? Mhm. Da haben wir keine Chance gegen die. Wir sind halt verdammt nah an der Küste, denn wir sind überall Land. Wir sind im 1.16, das ist halt. Ja, Kaloin, ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, nicht, dass wir da irgendwo auf Grund laufen oder so, ne?
Mit 10 Bildern. Herr Klein, wir haben Kontakt. Ja, beobachten wir deswegen, dass da nichts in der Nähe ist von Land und so. Und dann null mit nichts. Land ist zwar 320 und 30. Wir steuern genau auf 0. Ja, dann wird's passen. Dann kannst du ja mal Action-Geschwindigkeit machen. Herr Kaloin, wir haben Kontakt! Nach den anderen gucken, ne? Nach den Schiffen. Das zieht auf uns drauf, oder? Kannst auch mal übers Hydrofon horchen. Mannschaft, auf Position! Nee, das bist du zu weit. Jetzt kriegst du nach hinten, das ist immer zum Bug sehen. So, 1 ist Gleitschiff 7. Das ist bei 322, Kurs 106. Also, die haben es beibehalten, Kurs, ne? Mhm. Wie weit sind die ungefähr weg? Hast du gesehen? 6 oder 7, glaube ich. Oh, 3,8 hier mal. Ja, wir fahren ja auf die zu, also. Aber ich würde den Kurs jetzt auch erstmal nicht ändern. Vielleicht sollte man die Geschwindigkeit das reduzieren. Andere ist 2,1, wir sind eh unter Wasser. Ja, aber das macht die Geschwindigkeit also mal. Also ich würde halbe Fahrt machen. Herr Kaloin, wir haben Kontakt. Ja, ich muss halt extra Befehl dafür ausgeben. 1,4,9, 1,2,1. Und ich muss das mobilisieren. Und 1,2,7. Das heißt, die Geschwindigkeit zu ändern kostet mich 2 Befehle derzeit. Und bleibt so. Höchstens eine Kurskorrektur, aber da müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf Land fahren. Beobachte das mal ein wenig weiter und gib auf Action-Geschwindigkeit. Das geht näher. Welches? Peilung 52. Kurs 1,9. Auf Peilung 75. Dann gehen wir auf Periskop und gucken mal in Grob 80, in grob Peilung 90. Ja, das ist jetzt einfach vorbei jetzt. 5,5. Heilung 229. Ja. Könnte man tiefer abtauchen. Belastungs werden im Start, ne? Wo ist denn das dritte Mensch? Das Periskop brauchen wir eh nicht, ne? Da sind sie beide. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu tief, wenn wir da so in Landesnähe sind, ne? Aber 20 Meter können wir schon mal gehen. Da könnten wir unter den durchtauchen. 25 oder so. Oder beobachten, bis sie unter 1 sind. Dann auch reagieren. Ja, aber wenn sie uns entdecken, ist scheiße. Lieber jetzt tiefer tauchen, bevor sie uns entdecken. Bei der Probe sind ja gefahren. Okay. Also wir müssen schon Glück haben, bis sie uns sehen, oder? Ja, beobachtet mal. Wir könnten tiefer tauchen, ja. Müssten halt deine Leute machen, Matze, ne? Das ist ja quasi genau links, jetzt war schon ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Der ist hinter uns. Der auch. Und der andere? Okay. Noch neben uns. Parallel. Aber der fährt nach hinter uns weg. Das müssen wir jetzt wieder zunehmen. Guck, jetzt fährt er hinter uns weg. Ja. Jetzt wird's größer. Sehr schön. Wir haben den Kontakt verloren. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. Alles die. Okay. Masern. Wie viel Uhr haben wir? 12.48 Uhr. Oh, ich sag jetzt mal vor 6 Uhr seid Bescheid. Ja, aber schon jetzt keine Befehle mehr. Du kannst aber auch. Was war das? Mobilisieren geht doch auch. Ja, über Moral kann ich es ja auch, aber da muss ich immer aufpassen, weil da muss ich ja Karten ziehen. Das ist immer schlecht. Aber du konntest doch mobilisieren, dass du auf Alarmstation hast du quasi einmal Moral blockst dafür, dass du wieder die Befehle ganz nach vorne machst. Und wenn wir rauchen? Da muss aber jemand oben sein. Müssen wir oben sein, ja. Müssen wir auftauchen, dafür sind sie, glaube ich, noch ein Stück größer. Zum Rauchen kannst du ja nur. Befehle wegnehmen. Ja, da war doch dieses mit dem. Ich kann doch alle Mann auf Einsatzbereitschaft. Wie war denn das? Alarm. Da musste ich doch. Du musst einen Moral dafür blockieren.
einen Befehl. Nee, einen Moral hast du nicht blockiert. Moral kann ich nicht blockieren. Einen Befehl habe ich, glaube ich, und dann beim Rauchen konnte ich den dann wieder wegnehmen. So war es, glaube ich. Wir bleiben so. Transit? Ja, oder machen wir Vorspulen, nicht tun oder so. Ein wenig beobachten. Wir haben den Kontakt verloren, Herr Kaloin. Du kannst immer mal so durchzetten. Muss dann wieder vor, immer wenn er was sagt, ne? Die Geschwindigkeit, ja. Pass quasi nur vor uns auf. Ja, aber halt eigentlich einholen könnte uns keiner. Und was, auf jeden Fall nur 8 Knoten, ne? Ja, aber wir sind jetzt mitten im Feindgebiet. Und ich kann jetzt wieder Befehle ausgeben fürs Auftauchen. Ah, 14 haben wir recht. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. O2 Geleitschutzschiffe entdeckt. O3 Stück. Ich kann nicht unter den Befehlen. Wir haben Kontakt. Vor allem, wenn wir jetzt da schon wieder neue sind. Kontakt, Geleitschutzschiff. Peilung 13. Distanz 9,1. Der ist noch weit vor uns. Richtung 9. Richtung Kurs 116. Und der andere? Der ist gleich da neben dran. Peilung 11, Kurs 116. Die laufen an uns vorbei. Distanz 6,8. Okay. Achtung, einer kommt noch. Kurs 116, Peilung 338. 7,1 sehen wir. Ja, gut, das ist ein Nachzügler. Das schaut halt zerstörer aus. Ja, Kurs beibehalten. Vorspulen? Ja. Oh, das ist falsche Richtung. Wir sind schon Richtung vorbei. Passt. Vollgas. Wir haben den Kontakt verloren, Herr Kaloin. Wir haben den Kontakt verloren, Herr Kaloin. Havarie behoben, Herr Kaloin. Hydrophon in Sektion 2, voll funktionsfähig. Hat man gesagt, A11 haben wir doch, ne, 14 haben wir erreicht. Dann hat man den erreicht. A14 um 14 Uhr 22. Havarie behoben, Herr Kaloin. Batterieleistung in Sektion 4. Mhm. Jetzt war es ja nur noch. Wir haben eine Havarie erlitten, Herr Kaloin. Achtung, Abfall der Batterieleistung in Sektion 2. Stromverbrauch steigt um 15%. Das, ist das ein neues, ist jetzt, oder? Ist jetzt gelb normalerweise, oder? Herr Kaloin, ja, ich habe keinen Kontakt mehr. Okay, und wie viele Leute brauchen wir da? 3. Mhm. Ich habe 2 dort, die sind jetzt wieder frei. Mhm. Und ich kriege diese Karte hier wieder zurück. Und dann setze ich mit dieser Karte die beiden Leute wieder. Und dann sind es 3. Reparieren wir jetzt sofort? Ja. Reparieren Sie das, Tempo. Mannschaft auf Ihre Positionen. Ach, an welchem Plan? Da war das andere Uhr im Elfer, wo wir es hochhalten, ne? Ja. Wir haben jetzt 17 Uhr. Okay. Zwecks Heilung. Ich gebe hier noch einen Marker aus für erste Hilfe. Ich hätte gerne eine Spritze. Ich bräuchte auch mal eine Skalpelle und einen Handschuh. Was ist eine Spritze? Hier so eine blaue Spritze. Achso. Wo steht denn der Matze? Ich bin hier. Da ist auch ein Skalpell und ein Verband. Ist da zufällig dein blaues Viereck? Ne? Müsste ich glauben. Okay, dann muss irgendein anderer, der hier ist, gebe ich einen Befehl aus und dann macht der erste Hilfe bei dem. Dann macht der grüne meiner. Ja. Dann legst du den Aktivierungsmarker hin. Und du kriegst was? Ein Skalpell und einen Handschuh. Ja, genau, ein Skalpell und den Verband, genau. Und damit ist der jetzt weg, ne? Nee. Du legst die jetzt drauf. Und was heißt denn das Ding da eigentlich? Das kannst du wahrscheinlich nicht benutzen, dann einen Freislot oder so, schätze ich mal. Nee, Quatsch, das bedeutet, das ist ein Druckfehler. Mit dem kannst du keine Reparaturen durchführen. Kann sich nicht heilen damit. Also das passt schon. Und jetzt ist so,
diese Symbole kannst du pro Wachwechsel dann eins wegnehmen. Da jetzt ein rotes Kreuz dort liegt, kannst du beim Wachwechsel entweder den Verband oder ein Skalpell raus. Du hast jetzt ganz kalt mit dem Wachwechsel. Nee, diese rote Kreuze. Es kann gut, zum Beispiel sein, dass du eine Karte hast mit rotem Kreuz mit zwei Stück und so eine Erschöpfungssymbol. Dann dürst du nur eins von denen wegnehmen immer. Und das Erschöpfung geht wie weg? Auch genauso. Nur das Problem ist beim roten Kreuz, wenn du zwei rote Kreuze hast, dann ist er tot. Und wenn du drei Erschöpfung hat, ist er halt einfach nur erschöpft. Spulen wir neu vor. Warte, ich muss hier eine Karte ziehen. Mhm. Schlaflosigkeit ist der nächste. Na, ja, das wird vermutlich eh grün. Und zwar das blaue Fünfeck. Flix. Der erste Offizier. Mhm. Haben wir denn so ein schlaflos Ding? Ich brauche. Da, da oben ist ein schlaflos Symbol. Ich brauche zweimal. Medizin. Medizin, ja. Vorspul? Runde bis zum Wachwechsel? Ja, das war. Die Leute reparieren hier, ne? Das hast du eingeben. Erste Waffe. Okay. Das heißt, ich kann das. Wie war das jetzt? Der da oben bleibt weiterhin verwundet, ne? Schlaflos. Er bleibt weiterhin verwundet, ja. Das kommt weg, weil behandelt. Das ist rote Kreuzbombenlauf. Das kann ich auch wegtun hier. Das kannst du aber jetzt nichts mehr da hinlegen, sondern die sind weg. Die sind verbraucht. Was? Diese blauen. Die legst du zur Seite. Und du kannst dann so einen Verbandskasten ausgeben, um die wieder zurückzuholen. Komplett aufzufrischen. Für die ganze Kampagne halt. Ja. Das kann man auf Seite. Was jemand drüben bei dir? So, das muss ich noch unterschieben. Okay, dann sind wir wieder unten, ne? Mit dem Wachwechsel. Ja. Kamen neue Schäden oder was hinzu? Nein, bis auf, dass wir das eine reparieren. Derzeit. Okay, und ich würde jetzt erstmal so weiterfahren. Was macht die Batterieleistung? Müssen wir noch genug haben, ne? Ja. Drei Viertel. Dann würde ich jetzt noch weiterfahren, bis wir das repariert haben. Drei Viertel, ja. Hm. Und das dann weitere Befehle erteilen. Und zwar vorspulen wieder. Ja. Mannschaft auf ihre Positionen. Ich sag mal, ein Drittel Batteriereserve sollten wir schon noch haben, falls wir aufgetaucht sind und dann wieder mal auftauchen mit diesen, wollen wir jetzt eh wieder langsam aufgeladen, glaube ich, ne? Ja, aber falls wir dann schnell wieder abtauchen müssen, weil irgendwelche Zerstörer in der Nähe sind oder so, ne? Dann sollten wir uns ein bisschen Batteriereserve aufheben. Havarie behoben, Herr Kaloin. Das ist reguliert. Cool. Okay, dann ist ein Gegner in der Nähe? Nee. Romantische Stationen. Dann würde ich sagen, tauchen wir auf. Wo sind wir ungefähr auf der Landkarte? Letztes Mal 14. Genau. Also wir sind schon in der Nähe da, wo wir unsere Kameraden unterstützen müssen. Mhm. Komplett auftauchen? Warte mal, müssen wir mobilisieren zum Auftauchen? Nee, sind alle in Position. Müssten halt die Grünen wieder machen, ne? Ja, das ist ja der. Mannschaft auf ihre Position. Aber da müsste ich nicht extra nochmal mobilisieren vorher, weil mobilisieren wollte ich dann ewig den Beobachtern. Da würde ich sagen, magst du das mit dem Auftauchen? Genau, dann brauche ich die zwei, müssen jetzt machen. Also, warte mal, das war ja wieder voll, ne? Mhm. Ein Befehl auftauchen. Ja, und dir muss davon denen auch noch alle was machen? Ja, beide. Beide. Also, du musst alle vier einaktivieren. Jo, auftauchen. Auftauchen. Jetzt mobilisieren wir mal jemanden. Mobilisieren wir und jetzt können die nach oben und ich mobilisiere wieder meine dahin, wo sie hin können. Dann kann der Viereck wieder hoch, der blaue. Ich nehme den Kasten nochmal darüber. Einfach nur, weil ich es kann. Ah, Mann über Bord! Der geht. Blaues Viereck. Was zu essen haben wir für heute schon, ne? Ja, gut. Müssen wir da nichts mehr dran denken. Beobachter 5. Jawohl. Beobachter auf Stationen. Okay, und dann kommen wir wegen. Das vorletzte, ja? So, genau, vorspulen.
Jetzt müsst ihr durch die Beobachter, die sagen ja uns auch, wenn sie was sehen. Ja. Kann man auch Transit machen. Plan Quadrat A in 13 erreicht, 20.40 Uhr. Ja, dann müssten wir auch gleich ins Zielquadrat kommen. Mhm. Aber dann wird es jetzt auch wieder dunkel. Das ist gut. Wenn es dunkel ist, dann sehen uns fremde Zerstörer nicht so gut. Weiter Vorspul? Ja. Wieder auf Vorletzte? Ja, kannst Vollgas. Herr Kaloin, wir haben Kontakt. Kontakt 11, Geleitschutzschiff entdeckt. Kontakt 12, Geleitschutzschiff entdeckt. 1 ist Peilung, 314. Distanz 3,6 Seemeilen. Oh. Kurs 134. Wir haben die geschlafen da oben. Ja gut, es ist jetzt dunkel, ne? Check das mal aus, 134, die fahren auf uns zu, oder? Oder müssen wir aufpassen, ey. Nicht, dass die uns sehen, die sind ziemlich nah. Ja, die fahren voll drauf, ey. Und das andere ist Peilung 5, 134, 3,7 Seemeilen, Geleitschutzschiff. Für so hätte ich gesagt, Wahnsinn. Für die Tiefe auf jeden Fall, ne? Sollen wir wieder abtauchen? Ja, die fahren voll auf uns zu, ne? So leicht schräg. Ja, wird besser, ne? Und vor allem bei 3,4 Seemeilen und 3,6. Ja, es ist halt dunkel. Also wenn wir jetzt versuchen, dran vorbeizuschleichen, aber dafür fahren die zu knapp auf uns zu, ne? Wenn die jetzt hier wegfahren würden, hätte ich gesagt... Ja, guck mal, wie ich die sehe, das ist ja... Das ist schon nah, ne? Ja, sollten wir abtauchen, ne? Sehr tief auf jeden Fall. 10 Meter. Ja, hilft nichts, müssen wir halt wieder... Haben wir das Achseln bei 200? Bei 300, ja, ne? Hm? 300, sagen wir eins. Also mobilisieren, Leute. Ja, aber dann machen wir auch eins, ja. Okay. Leute runter, hilft nichts. Beobachter 0. Kontakt 0. Also den, mein Smooth hier in die Kompetenz. Beobachter, auf Stationen. Meine stehen alle richtig. Der da, ja. Und die tue ich wieder mal. Okay, alle mobilisiert. Ja. Beobachter, dann auf Stationen. Dann würde ich sagen, wir gehen auf Periskoptiefe 10 Meter. Mannschaft, auf Position, tauchen! Herr Kaloin, ich habe keinen Kontakt mehr. Der Mann am Hydrofon hat sich nicht bewegt, ne? Negativ. Okay, dann... Doch, weiß ich. Der geht immer mit hoch. Ach, das ist... Hä? Ach so. Der 4, der geht immer mit hoch. Ah. Habe ich vorhin dreimal gesagt, oder zweimal. Ja, okay, dann beim nächsten Mal machen wir es nicht. Machen wir nur 4. Gut. Oder dann... Hydrofonieren. An die Stationen. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. Kontakt 13 U-Boot, Peilung 2, Distanz 7,6 Seemeilen. Das sind unsere Kameraden. Ja. Kurs 148. Moment, Peilung 2. Der Kurs ist wurscht, weil die bewegen sich ja nicht, ne? Wissen wir noch nicht. Die stehen ja. 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peilung 2? Peilung 2. Ja, dann weiter einfach geradeaus. Und Vorspul. Und die anderen Feindschiffe beobachten. Peilung 7, der ist schon rechts vorbei und der andere, der machen wir weiter. Den müssen wir drüben sein. Ja, da waren zwei. Okay, nein, wir haben Kontakt. Ja, dann geh wegen. Vorspul. Ja, ja. Wie du meinst, dass du sie halt beobachten kannst? Müssten wir eigentlich. Der läuft hinter uns vorbei, ja. Schon weg. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. Neue Wartungsaufgabe. Elektroinstallation Sektion 4 überprüfen. Grün. Grüne. Ich bin voll im Bild. Bitte? Ne, das ist nur das, was du machst. Scratch, scratch. Machst du es noch? Sektion 4? Ist das nur das eine? Nein, aber noch gelb. Kraftstoffpumpe in Sektion 5. Okay, kannst du in Sektion 5 die Kraftstoffpumpe? Missionsdauer um 10% reduzieren. Okay, und was ist das? Das andere war Wartungsaufgabe. Elektroinstallation in Sektion 4 überprüfen. Scheiß. Grün. Scheiße, check, was das Ding gerade. Und? Noch was? Ein neues Geleitschutzschiff entdeckt. Okay. Das nächste Mal spielen wir Kniffel, ey. Oh.
Ja, noch ein Knoblauch. Hast du keinen Spaß oder was? Kann doch, 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 doch. Sieht sich nur ein bisschen an. Mach eine Action-Spur vor. Ja, so lange ist ja nichts mehr, oder? Wir haben nur noch ein paar Stunden jetzt, oder? 11 Stunden. Ja, das geht ja schon wieder hoch. Wir reden jetzt unsere Kameraden und hauen ab. Müssen wir eigentlich nach der Missionszeit wieder im Hafen sein, ist es dann einfach rum? Nee, ist dann einfach. Wir haben den Kontakt verloren, Herr Kalon. Noch versenkt? Ja, so viel wie möglich, aber... Achso, gibt's also, R-Rating werden wir schon mal nicht kriegen, oder S. Mhm. Aber, schon mal aber wir kriegen ein bisschen Ruhm, wenn wir unsere Kameraden hier retten. Das ist schon in Ordnung. Hast du die erste Mission schon gesehen, ne? Ja, es stand ja dort Ruhm 4000 oder so. Das ist schon. Kurz aber bald. Oh, U-Boot noch einen Meter vor uns, ne? Dann bist du hochgeschaltet, aber live gerade. 4,27 Meilen entfernt. Ja, Geschwindigkeit 0 Knoten. Sprühweg vor. Wir haben den Kontakt verloren, Herr Kaloin. Ja, wenn es vorspringt, passiert irgendwas. Ich glaube, bis auf 300 Meter müssen wir ranfahren. Jetzt wandert es aber nach rechts aus, ne? Ja. Peilung 21. Distanz 1330 Meter. Ja, wenn wir eine kleine Kurskorrektur brauchen, machst du es einfach, weil da Leute stehen ja immer noch dort. Sprichst dich mit dem Navigator. Also, der aktuelle Kurs ist immer noch 0, ne? Nee. Unser Kurs ist 322. Wollen wir dann die Geschwindigkeit reduzieren? Ne, wir können mit Vollgas drauf zufahren. Nur falls mal eine Kurskorrektur. Herr Kalon, ich habe keinen Kontakt mehr. Mannschaft auf ihre Position! Herr Kalon, wir haben Kontakt. Wie viel aufgedacht sein dazu? Ja, muss sehen. Wir fahren rechts vorbei. Ja. Ja, dann korrigiere den Kurs ein bisschen. Na ja, Kurs. Wie viel Grad sind wir jetzt daneben? Peilung 44, Kurs 148. Aber langsam haben wir noch Peilung. Ja, die ziehst du jetzt von 0 ab. Also, ziehst du, eigentlich müsste dann 44. Weil wir fahren ja gerade 0. Dann machen wir Peilung, machen wir Kurs 50. Alle Mann auf Manöverstation. Muss auf diese Koordinaten setzen. Muss auf die Null hochwandern ungefähr. Wo ist hin? Auf die Null. So schnell? Ne, ist weg. Herr Kaloin, wir haben Kontakt. Was denn? Das ist halt auf 5 oder so. Ah. Ist auch nicht ausgeschlagen. So, warte mal, aktueller Kurs ist 50 und es liegt auf 3. Peilung 319, Kurs 148. Wie viel Meter ist man dran? 485. Komm mal näher? Ja, noch komm mal näher. Ja, und auf 300 und dann machen wir Maschinenstopp. 300 schon mal wahrscheinlich. Müssen wir nochmal kurz. Ja, korrigier. Wie gesagt, ich brauche keinen Befehl. Wir können auch langsamer fahren. Da muss ich aber erst mobilisieren. 430 Meter. Ja, wobei, ich muss eh mobilisieren, weil zum Maschinenstopp muss ich auch. 420 Meter. Machen wir mobilisieren. 400 Meter. Ja, mobilisieren. Hm. Und zwar hätte ich ganz gerne, dass einer noch oder zwei. Wir müssen ja jetzt nichts schießen, ne? Dann ziehe ich mal Leute dahinter. 370 Meter. Auf 280 Zukunft. 360 Meter. Wo ist die scheiß Scheibe? Also unser Kurs, sagen wir mal den aktuellen Kurs nochmal. Unser Kurs ist 50. Feindkontakt ist auf. Nein, Freundkontakt. Freund, Mann, Feindkontakt. Peilung 278, Kurs 148. Distanz Kurs 335. Warte mal ganz kurz. Was ist der Freundkurs? Peilung 267. Distanz wird größer. Ja, fahr halt wegen nach links.
Ja, dann mach doch alle mal. Mach mal Kurs 0. Mannschaft auf ihre Positionen. Auf diese Koordinaten setzen. 342 Meter. 340 Meter. 337 Meter. 330. Ganz 30 Meter, auf die wir ran müssen. 330. 390. Damit wird Maschinen stoppen, sonst wird es nichts, ne? Ja, wie haben wir es? 291. Stoppen. Kurs, Geschwindigkeit. Stopp. Ja. Mannschaft auf ihre Position. Hallo, Maschinen, stopp. Wir müssen jetzt nur noch auftauchen. Genau. Und, warte mal. Wir wurden das U-Boot gerettet. 4000 Ruhm erhalten. Moral um 2 erhöhen. Der erste Maschinist muss nun eine seiner Karten auswählen und abwerfen. Wir könnten eine Nachricht an das Hauptquartier senden und zusätzlich 500 Ruhm zu erhalten. Dann werfe ich Periskop ab. Was können wir? Ihr könnt nun eine Nachricht an das Hauptquartier senden. Machen wir. Nachricht senden. Herr Kalorn, ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, über den Enigma. Ich mache heute 11.09. Auf Stationen. Jo. AZT. Oh. AZT oder ATZ? AZT. Scheiße, doch nicht. Ja. Hat was zurückgeschickt. Okay. Bill 9, Revel E5, 9-0. Ich weiß das Ende immer, Heil Hitler, aber. Oder war es Heil Hitler? Laut dem Film ist immer Heil Hitler, ja, ja, ne? Deswegen haben sie sehr geknackt. Ja. Echt? Weil sie blöd waren. Mhm. Die haben halt nach Mustern gesucht, die sich wiederholen in den Botschaften und so. Die haben ihn nicht mal erbeutet, die Briten. Mhm. Ja, und dadurch, aber selbst wenn du sie erbeutest, musst du erstmal wissen, was für einen Verschlüsselungscode die heute verwenden. Weil der Hitler immer am Ende. Und dann mussten sie quasi die Nachricht entschlüsseln, um dann festzustellen, welche Verschlüsselungszahlen das sind. Und dadurch haben sie wiederkehrende Muster in Nachrichten ermittelt und konnten so irgendwann schneller diese Codes entschlüsseln. Alter Depp. Also, wie schaut's denn aus? Ja. Alle Kontakte verloren. Wir sind jetzt im Elfer bei dem Boot. Wenn wir jetzt wieder 0 gehen und nach oben, wenn wir jetzt, warte mal. Es passiert gerade gar nichts bei uns, ne? Ist klar. Gut, wenn wir jetzt einen 40er Kurs einschlagen, dürften wir in den AF reinfahren, wo die ganzen Boote sind, zum noch vielleicht ein, zwei Boote abschießen. Ja, dann würde ich sagen. Kurs 40? Ja. Kurs 40, ja. Können wir ohne Befehle machen, das passt. Dann brauchen wir alle aber noch Mann, sofort auf Manöver, ne? Koordinaten setzen. Ja, und weil da die Leute immer noch dort stehen. Würde ich sagen, Vollgas voraus. Geschwindigkeit, volle Fahrt voraus. Alle Mann auf Manöverstation, AK voraus. Ja, weil sonst muss ich Befehle ausgeben. Ich muss jetzt, warte mal, das war der 3-Kreis, der kriegt jetzt, weil dem kann ich, muss ich diese Teile hier geben. Meinen die eigentlich mit übernommen? Ach Quatsch, wir tauchen. Das heißt, der Kreis. Bitte? Meinen die mit übernommen bei der nächsten Mission? Wollen wir sehen. Ja, mit dem 40er Kurs laufen wir in den 77 und 75 rein. Der Vorspulen dran sind? Ja, warte mal, wir haben doch hier Schäden, ne? Jo, ja. Kraftstoffpumpe in Sektion 5 ausgefallen, Missionsdauer um 10% reduziert und Elektroinstallation in Sektion 4 überprüfen. Wie viele Leute brauchen wir da jeweils? 2 und bei dem gelben 3. Ja, das machen wir dann, wenn wir Wachtwechsel haben. Wachtwechsel sind circa 2 Stunden. Ne, auch schon, sorry, ich habe jetzt guck immer auf die 11 Stunden und ja, ne, dann würde ich sagen, wir bleiben so erstmal. Transit? Ja. Was hat den Mann vorher gegessen? Auflau. Moment, was hast du mal? Kartoffeln, irgendwas gedings? Kuchen, oder? Reibekuchen. Reibekuchen, genau. Plus 1 hast du, glaube ich, gesagt, ne? Wo
So, Dreier essen gibt auf jeden Fall Moralschluss. Passt. Transit? Ja. Bis zum Machtwechsel, wenn es. Achtung, Minen! Plan Quadrat A in 12er reicht. Achtung, sind wir schon in den 12er gefahren? Nein! Wieso sind wir in den 12er gefahren? Alle Maschinen stopp! Geschwindigkeit, stopp! Mannschaft, alle Maschinen stopp! Den hätten wir gar nicht berührt nach dem Ding. Ja, du weißt ja nie, wo wir im Planquadrat sind. Wenn wir am äußeren Rand von dem Planquadrat waren. Planquadrat. Alles für die Katz. Ja, dann müssen wir halt nochmal eine Kurskorrektur machen. Wenn wir jetzt in den 12er sind, dann langt der Nuller Kurs. Wenn der gerade nach oben kommen wir automatisch in den Kurs 0. Ja, dann müssen wir automatisch. Alle Mann auf Manöverstation. Kurs 0, ja. Kurs auf diese Geschwindigkeit und setzen. Geschwindigkeit wieder volle Fahrt voraus. Da haben die Leute stehen noch dort, muss ich keinen Befehl Mannschaft ausgeben. Auf ihre Position. So wie wir es voraus. Transit. Auf einmal, dass wir auf keine Mine fahren, ja. Super, da haben wir ihn erwischt. Leck in Sektion 6. Leck, legt einen Leck-Chip in die Sektion und senkt die Moral um 1. Scheiße. Hoffen wir auch noch mal kein Wiener mit. Der Helm ist doch geil. Wir unser Navigator. Wir hätten auch nicht neifahren dürfen, laut dem Ding. Wir wären genau 11 in den 77er gefahren. Guck dir das an auf der Panne. Ja, das knallt, ey. Du weißt halt nie, wo diese verschissenen Planquadrat sind. Aber wir haben Glück, die Wasserpumpe steht nämlich schon da, wo wir sie brauchen. Ja, und, sie und der Mann auch. Sehr gut. Der Mann soll sich gleich darum kümmern. Wie viele Leute brauche ich da? Fühlt man nichts. Achso, es wird außerhalb von der App abgewickelt. Der Mann steht schon dort. Den muss ich nur aktivieren. Der kann ja reparieren, also muss ich ihn eigentlich nicht aktivieren. Ja, das dauert länger, das war Snickers. Das dauert Snickers. Und dann wird es gleich behoben, glaube ich, weil die Pumpe steht schon hier, ne, die er braucht. Hm. Der Mann kann reparieren und dann ist das Leck gedingst. Wir müssen nur hier Mannschaftsschaden ermitteln für die beiden. Und zwar muss ich dann gucken. Warte mal, den habe ich vorhin, habe ich den? Verstauchten Knöchel jemand. Ah, da habe ich gerade es gezogen. Na, Feuer, ich kann Feuer im Chip. Detektion, senkt die Moral um 1. Was ist Feuer? Feuer! Was nochmal? Feuer in Sektion 4. Leg einen Feuerchip in die Sektion und senkt die Moral um 1. Scheiße, Jan. Mach mal Stopp. Maschinen, Stopp. Geschwindigkeit. Stopp. Alle Mann auf Manöverstation. Keine Zeit, Maschinen, Stopp. Warte mal. Ich muss es erstmal hier ermitteln. Ja, dann müssen wir kurz 270. Wir haben zwei Minen getroffen. Ja, der Weiße, der erleidet einen Wasserschaden. Der Weiße Kreis. Ne, Wasserschaden gibt es gar keinen, ne? Ja. Ah, zum Glück. Dann muss ich nochmal gucken. Wo ist Feuer? Feuer, da wo der Feuer noch ist. Der blaue, der grüne soll das löschen. Ja. Der grüne Kreis. Ich trenne Schaden ab. Der kriegt nichts, ne. Wird immer geguckt mit der Zufallsermittlung. Also, Feuer ist gleich gelöscht. Okay. Dann Kurs 270, dann sind wir wieder nach links raus. Aber, ja, passt. Okay. Hoppala. Alle Mann auf Manöverstation. Kurs auf diese Koordinaten. Ja, wieder Gasgap, ne? Ja, wieder volle Fahrt voraus. Volle Fahrt! Ja. Mannschaft, auf Position. Beide Maschinen AK voraus. Und ich glaube immer, wenn wir eine Umgebungsbedingung reparieren, geht auch die Moral wieder hoch. Und die haben wir beide ja repariert. Vorspul. Ja, auf Action. Action. Ein ja, Elf. Elf. So, draußen, ne? Kurs 0. Kurs 0. Mannschaft auf ihre Positionen. Auf diese Koordinaten setzen. Action. Wir sind jetzt quasi genau auf diesen verschiedenen Strich fahren wir gerade. Ja, wir haben zwei Minen gelegt, mal erwischt. Und genau da haben sie die Minen gelegt. Fünf Minuten bis zum Wachwechsel. Heilen müssen wir. Kein. Nee, ist aktuell. Können wir vorspulen. Warte mal, ich muss dem hier noch zuweisen eigentlich. Aber das ist jetzt, glaube ich, erwischt. Weil ich habe auch alle Befehle verbraucht. Vier Minuten. Der weiße Dreieck, der da. Was hat der jetzt? Verstauchten Knöchel, weiße diese Karte.
einem zufälligen Matrosen zu. Diese Matrose kann während jeder Mobilisierung nur eine Sektion weit bewegt werden. Aber den heile ich mit einem Moralbefehl gleich. Weil da der Viereckmann steht. Und der heilt den jetzt gleich. Das heißt, ich gebe dafür einmal Moral aus. Ob das sinnvoll ist, wird sich gleich zeigen. Ne, weil dann hat der nächste einen ausgerenkten Finger. Mein Denker hat das ja ausgerenkt, ne? Wieder weiß es drei, ich weiß ab, oder? Aber gib mir mal so einen Fußverband. Den muss ich nämlich dafür noch ausgeben. Ah, ein scheiß Left Scheiße. Der ausgerenkte Finger ist ein blauer Kreis. Der hat das ausgerenkte Finger. Ich kann ja alles nicht machen. Muss mal lesen. Wenn du diese Matrosen. Wege einen zusätzlichen Chip, wenn du diesen Matrosen für Reparaturen aktivierst. Okay. Und der drauf was reparieren, ja. Braucht nur Salbe. Okay, dann spul vor. Ausgerenkten Finger, ey. Salbe lang. Spul vor. Ja, gut. Zweite Mache wird man der Kapitän jetzt. Blablabla. Vorspulen? Nee, war das nochmal? Ich muss erstmal ein paar Sachen managen. Alles weg, nach der Verband, komplett. Den ich gerade hingeworfen habe, der ist weg. Ja. So. Sind jetzt Feinde in der Nähe? Kannst du mal mit dem Hydrofon schauen? Auf Stationen. Wir haben Kontakt, Herr Kaloy. Schiffsgruppe weit weg. U-Boot Kumpels. Okay, dann würde ich sagen, wir tauchen mal auf. Weil das Herr sind wir gerade Position dazu. Mehr. Mannschaft, auf Position! Auftauchen? Ja. Auftauchen! Tiefe, 2, 1, 0. Vier Beobachter? Yes. Beobachter beobachten bitte. Beobachter, auf Station! Also mobilisieren müssen wir erstmal. Mobilisieren. Ja. Und zwar hier muss repariert werden, ne? In Sektion 5. Wie viele Leute brauchen wir da? 3. Und der Elektro, die Elektroinstallation Sektion 4 ist schon genauso wie die Kraftstoffpumpe 50% im Arsch. Wie viel brauchen wir in 4? Sektion 4 2, Sektion 5 3. Zwei in vier. Weißt du, man macht keinen Spaß an Folge, man versucht so einen Fjord dann halt zu navigieren. Ja, damals war ja Norwegen schon deutsch, also da dürfte ja eine Verbündete sein. Müssen wir dann nochmal neu mobilisieren, wenn wir irgendwas anderes machen? Das kann man später auch hinkriegen, wenn die Bismarck da ist. Okay. Oder die, ich gebe beide zwei Befehle aus. Weißt du bei dem? In 5 sind es 3 und in 4 sind es 4. In 4 sind es 4. Reparieren Sie das sofort. Vier Stück? Ja. Vorspulen. Warte mal, wie schaut jetzt unser Kurs aus und so? Und Wetter ist klar und der Kurs ist 0. Alle Mann auf Manöverstation. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das ist korrekt so? Ja, wir sind immer noch in Blamgrad 1. Okay, ja, dann können wir von mir aus ein bisschen vorspulen. Vorspulen? Mhm. Wie lange fahren wir jetzt da im 11? Müssen wir da irgendwann nochmal korrigieren, den Kurs jetzt? Nö, wenn wir jetzt 11 Stuttgart aussahen, so wie ich das sehe, müssen wir im 77er, AF 77 rauskommen. Und dann nochmal korrigieren. Und dann sind wir ja Langquadrat AF 77 erreicht. Genau, und in um 1.44 Uhr. Und im AF oben muss, soll ja die reiche Beute sein. Ja, also korrigieren wir jetzt nochmal den Kurs. Wieso? Wir sind doch in AF. Irgendwo in dem großen sind viele Schiffe. So, okay. Generell in AF-Bereich. Also können wir jetzt einfach geradeaus fahren noch irgendwie. Ja. Vorspulen, gut. Herr Kaloyn, wir haben Kontakt. Geleitschutzschiff entdeckt.
Heilung 330. 2,2 Seemann. Wow! Abtauchen! Warte mal, es ist in der Nacht. Nicht. Guck mal, beobachten. Ein Sturm. Nachts Sturm, da brauchen wir. Warte mal, nachts ein Sturm. 3, 2, 8. Sichtweite 2. Ja, oh, ich sehe zwei Stück. Zwei Schiffe. Es ist Nacht und Sturm. Ja. Drei Schiffe. Sichtweite des Feindes ist gleich null. Vier Schiffe. Kannst du die Zeit identifizieren, wenn das so? Heute. Heute? Heute. Bei den Männern kommen wir in Schießpulten. Stimmt. Wir konnten mit der Flagge schießen. Und auch mit den Torpedos. Ein Sperrgutschiff, der geht. Torpedos müssen wir nur 30 Grad sein. Auch bei Sturm ging es damals nicht. So. Wir waren nur im Leib im Ding. Kommst du auf Sperrgutschiff? Sag mal, können wir da. Herr Kalloin, wir haben Kontakt. Kalloin, die Kommando. Kugel. Und zweimal Kran. Schwergutschüsse. Das kann auch zweimal Kran. Naja, aber die sind beide vorne. Stimmt! Oh, ich habe nur keine Ahnung, ob es bewaffnet oder unbewaffnet ist. Das ist ja auch noch. Und das andere neben dran. Die versenkbar! Merkt ihr das Schwergutschiff gerade, das holen wir uns. Schwergutschiff 3. 40. Steht da dabei, Heilung gerade welche Runde zur Heilung? Ja, die Entfernung steht da. Heilung gerade. Gehen wir im Menü zurück. Steht da was dabei? Heilung gerade 40. Da. Handelsschiff. Distanz 2. Und welche Kontaktnummer ist das? Heilung 17. Wir haben Kontakt, Herr Kalon. Kontakt 18. Oh, jetzt geht's los, ey. Kontakt 17. Wollen wir versenken. Wie können wir sofort geschießen? Können wir noch mit drauf zufahren? Ja. Wie stehen die da? Wir müssen 90 Grad auf die schießen. 20 Grad wäre aus dem Rad nach links ausgelaufen. Lass mir das mal auf der Karte zeigen. Hier so, der und der so. 20 Grad. Also wenn wir hier ein bisschen Kurs korrigieren, dann würde ich sofort schießen. Kein Schück. Schück muss Kraft, der muss hier dran sein, das ist noch schwerer. Ja, kannst du hier mal so sagen, welchen Kurs wir hier brauchen? Ich sehe es ja nicht. 350. Das ist. Ja, das ist die Peilung, aber ja, nicht der ja, Kurs von warte noch mal. Das ist der Kurs 211, das ist das Handelsschiff. Das müsste das Schüttgutschiff. Das ist das Fette. Das Schüttgutschiff. Das Fette ist das. Es ist noch größer normalerweise. Kurs 211. Und das andere große ist okay. Kurs 211. Das wird nix. Da müssen wir nochmal korrigieren. Also ich denke, dass das zweite Kontakt 18 größer ist. Das Fetteste. Also ja, das ist das Fetteste. Das ich brauche hier mal eine Übersicht. Wo sind ja, die? Moment! Okay, wir haben Kontakt. Schenk schon mal Wein ein, Herr Kalloin. Was sind denn jetzt die scheiß Markierungen? Ja, du, oder? Noch. Jetzt muss halt einmal der Horcher-Mensch da mit mir reden, ne? So, Kontakt 17. Ja, Handelsschiff. Peilung 330, Seemeilen 1,5. Kurs 211. Was ist unser aktueller Kurs? 0. Unser Kurs 0. Aber das ist das dickere, denke ich. Ja. Peilung 3, 4, 2. Feindkurs 211. Die laufen beide bei 211. Beide 7,6 Knoten. Heilung 341. 340. Unser Kurs. Feindkurs. Haben die Torpedos geladen? Die laufen so, hätte ich gesagt. Ungefähr müssen die. Zwei haben wir abgeschossen, ne? Haben wir noch zwei? Einmal Elektro und. Ne, mehr, oder? Ein Elektroeindampf haben wir noch. Plus 4? Klar. Die laufen quasi gerade so an uns vorbei. Also ich würde sie beschießen. Ja, dann. Distanz 1,5. Wo sind die Geleitschiffe? Oder sind das nur Handelsschiffe oder was? Geleitschutzschiff ist 1,4 Seemeilen, 281 Peilung und Kurs alle 211. Also, das der quasi fast ist das hier ein fettes? Lohnt sich das? Ja. Ja, der Geleitschutz müsste quasi fast parallel. Was ist denn der 17? Das ist auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, ist es ein Schwergutschiff. 100 Pro. Okay, dann wir mobilisieren jetzt für einen Angriff. Also gehen wir nicht aus den Hinteren. Das heißt, die oben runter.
Beobachter 0. Beobachter, auf Stationen. Ja, ich muss leider jetzt hier die Reparatur unterbrechen, das hilft nichts, sonst kann ich nichts schießen. Reparatur, kann ich irgendwo abbrechen machen? Ne, du musst einfach andere, ja, die muss jetzt warten. Anhalten. Muss jetzt, das, alle? Die in der Sektion 4 auf jeden Fall. Sektion 4? Ja, und die 5 machen noch weiter. Die 5 macht derzeit noch weiter. Reparieren Sie das, sofort! Ne, die 5 macht auch nicht weiter, weil ich muss den das Tauchen vorbereiten. Das hilft nichts. Reparatur, sofort! Kurs passt. So, sag mir jetzt nochmal den aktuellen Kurs vom... Kurs 211. Die laufen alle bei 211. Hab ich. Und das ist Nummer 17. Einer ist 7 Meter weg gleich. Pylon 1,1, Pylon 311. Du läufst uns nach links aus. Ja, guck, ist der noch in Torpedo-Dings drin? Nein, der ist längst raus. Dann Kurs korrigieren. Moment, lass mich nochmal überlegen, wie viel. Wir müssten jetzt bis jetzt bei Kurs 0. Wenn wir das 2 nehmen. Ja, das ist jetzt so festgelegt. Wenn wir wieder auf 0, wenn wir quasi parallel zu dem stehen wollen würden, würde ich den Kurs 310 empfehlen. Ja, parallel, sondern 90 Grad. Mann, ich habe Kurs 310. Neues Schiff. Kontakt 19, Geleitschutz, das ist hinter dem. Also das ist dann nochmal so böse. Okay. Peilung 343. Ja, wir schnappen uns das mittlere. Kurs 310, da müsst du parallel 90 Grad. Kurs 310. Müsst du im Spitzenwinkel zu dem stehen. Mannschaft, auf Position. Kurs gewechselt. Jetzt müsst ihr quasi Peilung 0 wandern. Fahren wir überhaupt der Geschwindigkeit? Ja. Ja, volle Fahrt. Alle Mann, sofort auf Maschinen. Volle Fahrt voraus. Wieso wandert denn der nicht aus? Weil wir auf Echtzeit fahren. Gehen wir auf Action. Muss nur okay. Freitag haben wir ausgelöst. Ja, abtauchen. Wie tief? Ja, 20 Meter. Oder 10. Nee, 50. Heftigstens vorbei. Unsere Chance verpasst. Alle Mann auf Manöver. Sie sind jetzt nach links ausgelaufen. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, vielleicht, weil die sich ja bewegen. Ja, wenn wir haben mal gewartet, wenn wir mal schon. Das war abtauchen. Ja, und Kurskorrektur. Brauchen wir auch. Wir müssen abhauen. Wenn die uns entdeckt haben, haben wir keine Chance. Kurskorrektur da runter. Wir wollen nach so abhauen? Ja. Aber nicht ins Minenfeld, bitte. Wir sind ja in der 770er, ne? Mhm. Da müssen wir so hin abhauen. Ja, da fahren die aber hin. Ja. Ne, das... Dann nur parallel. Ja. Dann Kurs 90. Auslösen, ne? Ja, aber vergessen, wie genau das geht.
Beobacht mal, wo die alle sind. Ob die uns verfolgen oder so. Wir haben Kontakt, Herr Kaloin. Herr Kaloin, Kontakt. Herr Kaloin, Kontakt. Auf welche Entfernung und so wäre interessant. 1000 wird größer. 1800 wird größer. 1,47. Kurs. Welchen? Was ist für dich Wenden? 180 Grad Wende. Was haben wir aktuell? 13. 180 drauf. 290. Schneller. Mannschaft auf Position. Wasserbomben. Herr Kaloin. Wasserbomben. Tiefer. 50 Meter tiefer. Alle Mann auf Manöverstation. Maschinenstopp.
Das Leck repariert er hier. Dann geht die Mura wieder rein zu. Und was war noch? Jetzt so laut. Bitte? Jetzt so laut. Wasserbomben, Herr Kaloin. Wasserbomben. Gas und Kurswechsel 90 Grad. Schnell. Mannschaft auf Position. Beide Maschinen volle Fahrt voraus. Alle Mann auf Manöverstation. Auf diese Koordinaten setzen. Scheiße. Halbe Fahrt. Halbe Fahrt. Sonst wärst du zu laut. Alle Mann auf Manöverstation. Auf diese Koordinaten. Alle Mann auf Manöverstation. Beide Maschinen. Halbe Fahrt voraus. Das Signal zum Gefecht finde ich nicht. Da ist leider kein Glossar drin. Das ist doch scheiße. Das ist guck doch mal auf deinen Kapitänsding. Aber jetzt geht's weiter. Das stand in der App, glaube ich. 265 Meter. 270. Geh auf volle Fahrt. Warum denn? Das ist ja noch mehr Krach. Ja, wenn die uns einholen, dann müssen wir noch den Gas geben. Witze. Wir laufen die Hände davon. 8 Knoten unter Wasser. Kommen näher, 850, 840. Wir fahren die 19 Knoten. Kurs wohin? Wechsel den Kurs. Drauf. 180 Grad Wende. Fahr weg von deinen Dinger. Lass doch mal machen. Überall. Die sind überall. 44. Ja, okay. 74. Hauptsache, ich sollte noch ein Rotding einschenken, um die Versenkungsfeier zu machen. Wie ist mir das gedacht? Mann, 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 ey. 1000 Meter. Solche Lose. Direkt dann schon aufgemacht. Auf die erfolgreiche Flucht. 1200. Mann, ey.
muss man für das 12 von Neil laufen. Das ist ein Feld. 1500. Ich werde korrigieren auf 90 Grad. Kurs? 90. Alle Mann auf Manöverstation auf diese Koordinaten setzen. Ich muss hier noch Schaden ermitteln für den Zug. Ja, die Schiffsgruppe ist woanders. 46 Seemeilen weg. Das kann jetzt also so schnell schon. Das ist keiner erwischt. Aber das müssen wir reparieren. Die fahren da rüber. Wir fahren jetzt darüber nach Kursal. Jetzt, wo wir Folge gefeiert haben, wissen wir, wie man flieht. Okay. Handelsschiff 17 und 18 sind 3,5 Seemeilen. Wir können jetzt angreifen, wir haben keine Befehle. Gut, sie können jetzt so weit weg sein. Wir laufen jetzt schön Richtung Osten weg und dann... Und die anderen sind 1,2 Seemeilen weg. Abstand bleibt. Die kehren quasi zu den Schiffen zurück. Sind jetzt quasi... Wir sind hier, die sind da und ja, die Folger sind da. Okay. 1,3 Seemeilen. Solange das Ding noch angezeigt wird. Gehen wir auf mal Action. Aus. Wuhu! Du Depp, ihr seid so hier. Ich habe mich voll auf den verlassen. Fehler. Komm näher. Ach nee. 950. 930. 920. Scheiße, Mann. Ja, Großkorrektur nochmal. Nein. Nach oben. Wir sind schon bei 0. Keine Ahnung, dann mach etwas anderes. Ihr wisst halt, wie das ausschaut. Sag mal an. Alle meine eure Position für diese Koordinaten setzen. Wasserbomben, Herr Kaloin. Stopp! Volle Fahrt zurück! Mannschaft auf Position! Maschinen, volle Fahrt!
es nicht hören, wenn wir direkt hinter denen sind. Wegen der ihr Schiff schrauben. Kontakt, Herr Kaloin. Ja, das ist die Antwort. Bis die Anzeige tatsächlich weg ist. Die war weg. Die wurde bei dem Beicht weg. Ja, weil du vielleicht weiter scrollt hast oder so. Herr Kaloin, Kontakt. Achso. 1100. Machen wir jetzt schon Zeit. Thank you.
Hose. So. Oh Mann, ey. So, weiter, es gibt die Pause. Mannschaft, auf was sie auf diese Koordinaten setzen. So, jetzt verkacksen genau über uns. 120 Meter sowas. Was? 200, ja. Schlecht teuer noch. Zweiter Lauf. 90, 80. Tiefer. Kurs ändern. 150 Meter. Alle Mann auf Manöverstation. Scharf wenden. Mannschaft auf Position. Diese Koordinaten setzen. Weg. Warte, ist ruhig.
angefangen. Ah, ich bin rot! Herr Kaloin, wir haben eine schwere Arbeit. Auswahl der Elektroinstallation, Sektion 4. Lege einen elektrischen Defektchip in Sektion 4 und senke die Moral um einen. Für die Reparatur wird der Kabelchip benötigt. Entfernt den elektrischen Defektchip und erhöhe die Moral um 2, sobald ihr mit der Reparatur beginnt. Achtung, schwerer Ausfall, Kackjob-Bombe in Sektion 5. Mission ist Dauer um 25% reduziert. Wir haben ja die Reparatur nicht gemacht. Ja, wir haben den Kontakt verloren. Alle Kontakte verloren. Okay, so, Transit. Erstmal auftauchen auf 10 Meter. Naja, ganz auftauchen. Ganz auftauchen? Ja. Alle mal auf meine Seite. Fliegeralarm! Da ist Maul, ey, das wäre jetzt. Das ist dein Kreis. Selbstverletzung, der wird eigentlich über Bord geschmissen. Der ist, hat nicht einen elektrischen Unfall. Gib mir mal den, genau. Ist er tot? Nee. Ein rotes Kreuz, du Held. Ja, das ist auf der Rückseite dann einfach. Zieh mal elektrische Defektkarte. Für den Grünen. Der Matrose ist im Kampf gefallen. Oh, welcher? Ja, der Grüne. Der Koch? Nein, der Koch ist gefallen. Ich habe hier 2 Stunden und 47 Stunden auch gegessen mehr. Oh nein. Oh Mann, ey. So, Tonschädel. Aber wir haben ja den Koch aus der unteren Wache noch. Wollen wir mit der Reparatur anfangen? Ja. Wir müssen mobilisieren. Okay, wir brauchen. Oh Gott, alles im Arsch. Mobilisieren. Sektion 4, 3 Mann. Sektion. Der ist jetzt gerade nicht da. Ja. Was Sektion 5. 3 Mann. Sektion 6, 2. Sektion 1, 2. 1, 2. Sektion 1, 2 Mann. Sektion 6, 2 Mann. Achso, kann jemand in die 1er gehen? Dann kann ich kein. Kann ich machen, ich kann mal 3 Mann davor bewegen. Ich kann ja eh nichts machen. Dann Sektion 5. 3 Mann, Sektion 4, 3 Mann. Ich glaube, wir kriegen trotzdem eine F-Wertung, sollen wir uns anstellen. Hat's auch überlebt. Und da brauche ich den Feuerlöscher. Dann kriegen meine 2 Schaden, wenn es bei mir brennt. Ja, aber die habe ich ja jetzt, die heilen wir jetzt. Haben wir alles aufgetaucht? Ich glaube schon. Und Sektion 4 fangen wir an. 3 Mann. Ja, sind da. Und ja. Reparieren Sie das da. Und er repariert auch den elektrischen Defekt und streicht die Moral 2. Er steht da, genau, weil wir das ja jetzt reparieren. Mhm. Sektion 5. 3 Mann. Sind dort, ja. Reparatur, sofort. Sektion 6, 2 Mann. Warte mal kurz. Sind dort, nein, sind die Weißen. Ja. Reparatur, 1, sofort. 3 Mann. 3 Mann. Reparieren Sie das, sofort. Mal kein Beobachter. Macht nichts. Keine letzten Hilfen. Und die können hier nochmal einen aktivieren. Meinst du was? Ja, dass die hier das Feuer löschen. Beide? Einer reicht. Mal das hier. Jetzt echt keinen oben lassen. Das wird einfach mal probieren. Hätten wir auf Periskop die verbleiben können. Ja, wer soll denn jetzt, wer ist denn noch frei? Keiner. So. Die beiden in Sektion 3, aber dann kann man keinen Kurs wechseln. Mach Transit, bitte. Ja, doch nicht. Also wir müssen mindestens einen Beobachter hoch. Wir können 2 Stunden 25 Minuten aufgeben oder was, wenn irgendwas kommt. Wir müssen einen Beobachter hochschaffen. Das stimmt schon. Dann können wir da von mir einen grünen abziehen. Ja, mach den Hammer oben gelassen. Ja. Beobachter einen. Beobachter, auf Stationen. Das ist dann Sektion 1. Und da kannst du von mir aus schneller machen. Reparieren Sie das. Tempo. Dann Action. Oder mach Vorspulen bitte, damit es schneller geht.
Wir haben Gleitschichtwechsel. Das müsste eh früher vorbei sein, weil wir mehr weniger Treibstoff haben. Um Schichtwechsel? Jetzt. Jetzt haben wir zwei Beobachter, der Tod ist jetzt auch nochmal schon mitten auf. Der Tod ist tot? Ja, der von der ersten Schicht. Der Koch. Beobachter 2. Beobachter, auf Stationen. Vorspulen? Ja. Also auf die Landung bin ich mal gespannt, ey. Du hast doch geschafft, Herr Lessig. Ich glaube, wir sind dazu gut. Reparatur abgeschlossen. Elektroinstallation Sektion 4 repariert. Mhm. Reparatur abgeschlossen. Havarie behoben, Herr Kaloin. Sektion 1 und Sektion 6 repariert. Mhm. Fehlen doch die 5er. Herr Kaloin, Minen. Plan, Quatsch. Stopp! Alle Mann, sofort auf Manöverstation. Alle Maschinen, stopp. Soll ich rückwärts fahren? Ohne einen Kurs zu wechseln. Wieso sind wir jetzt ein 12er gelaufen? Welchen Kurs hast du nur eingestellt, du Held? 115, einfach vorwärts kreisen, Schlauchhaken. Da sind wir jetzt hingefahren. Richtig schön ein 12er, wo die Minen liegen. Wenn wir rückwärts fahren. Haben wir rückwärts wieder raus. Machen 70er Kurs. Sicher. Nee, das hat vorhin nicht ich geklappt. Ich kann mal Stress raus. Vorhin hat das nicht geklappt. Dann machen 0er, dann sind wir wieder draußen und müssen quasi gerade Linie wieder rausfahren. Können wir rückwärts fahren. Einfach zurück, so wie wir gekommen sind. Ja. Voll 8ern. Geschwindigkeit, voll 8ern. Alle Mann, sofort auf meine Maschine. Volle Fahrt zurück. Wir sind doch auf 0 mittlerweile, ne? Jetzt hat noch versenkt. Von was? Auf der Tiefe. AF-770. Und jetzt Kurs 90. Und jetzt? Kurs 90. Kurs 90 und volle Fahrt voraus. Mannschaft, auf Position. Kurs auf diese Koordinaten volle setzen. Volle Fahrt voraus. Mannschaft, auf Position. Beide Maschinen, volle Fahrt voraus. Vorspulen bitte. Ach, so, warte mal, dann muss ich nämlich hier einen Befehl für die Leute da ausgeben. Zweimal. Da hat es einmal der gemacht und einmal der. Havarie behoben, Herr Kaloin. Der wird abgeschlossen. Kraftstoffbombe in Sektion 5. Halleluja. Wo fahren wir jetzt hin? Wieder vor oben rein. Einfach nur hart Richtung Osten. Ostfront, wir einfach kommen. Einfach nur so lang, bis die Zeit vorbei ist. AF 78 erreicht. 8.40 Uhr. Jetzt müssen wir noch ein wenig warten, weil wir jetzt wieder scharf nach unten fahren, fahren wir den 12er rein. Ist egal, noch 10 Minuten. Ich koste es aus. Ah, ist unbeendet! Halleluja! Jetzt bin ich gespannt. Anzahl Technischen für 1. Primäres Ziel versenkt der. Was ist der PRT-Nummer? Oder Register dann? Okay, 2000. Sekundäre Ziele 1. Ruhm für sekundäre Ziele 4500. Anzahl abgeschossener Flugzeuge 0. Vergebener Ruhm 0. Ruhmabzug, Farbe rot 0. Schwierigkeitsstufe, Modifikation, minus 20%. Gesamtruhm 5200. Beurteilung D. Detail der Sekundärziele. Erstens Suchen und Bergen 4500. Ja. Nächste Mission. Tschüss. Tschüss, Jungs. Hi. War das Jungs? Ich hab's mal gefragt, wir fangen früher an, wenn du nicht zu spät. Wie sollst du wissen? Halb sechs geht er weg, er ist von daher. Halb sechs, dann fangen wir 20 vor sechs. Ja, so ist es halt, Matze, wenn man im Unterseeboot unterwegs ist. Ey, Matze, wenn der Bock nach Hause geht. Ey, Matze, geht der Bock auf Andor? Sechs war schon mit einer Kniffel. Oder Mick. Weil du Festplatte hast. Gut. Grüß dich. Hat mich gefreut, Kamerad. Mach's gut. Ja, wenn's nicht. Ey, Matze, wenn's Hemd ist, dann nicht den Kopf verlieren.